Da ist er. Echt? Hallo, hört man mich? Gut. Hallo, servus, moin. Ja, mein erster IRL-Stream, wer hätte das gedacht? Ich weiß, die Qualität ist nicht so die geilste, aber ich habe so ein bisschen Speedtest bei mir um der Umgebung gemacht. Kein Full HD, och nö. Ey, kein Full HD-Stream, tut mir leid. Wie gesagt, das Internet ist nicht so geil hier in der Gegend, gerade bei mir. Und ich wollte eventuell heute noch ein bisschen in den Wald gehen mit euch und da ist das Internet sowieso RIP. Hab vor, morgen um 9 Uhr auch IRL zu gehen. Echt? Hallöchen, Dark. Servus, moin. Alles fit bei dir? Hey, Party People. Ich bin live. Live, live, live. Ja, was soll ich sagen, Leute? Mein erster IRL-Stream. Ich hoffe, der klappt einigermaßen ganz gut. Ich habe eine Menge Internet zu verballern, weil im nächsten Monat endet mein 100 GB Router. Und eventuell können wir das jetzt gerade im Moment öfters machen mit IRL-Streaming. In der Gegend schön 6K Bitrate. Bei mir gehen ja 1080p gut. Ja, wie gesagt, ich wollte heute ein bisschen auch in den Wald gehen und deswegen habe ich extra die Qualität so ein bisschen runtergestellt. Ich hoffe, das geht einigermaßen fit. Ich hoffe, man erkennt auch so einiges. Also ja, ich kann euch ein bisschen was hier präsentieren, denke ich mal. Wir laufen jetzt hier ein bisschen rum, labern ein bisschen. Wie geht's euch denn so, Leute? Habt ihr alle einen schönen Tag bis jetzt gehabt? Genießt ihr auch so das Wetter wie ich? Ach ja. Leute, und das sind jetzt keine eingefügten Sounds. Wir sind jetzt wirklich gerade draußen. Ne? Also die Autos fahren hier an mir vorbei und ich denke mir so, scheiße. Also normalerweise ist das ziemlich komisch, wenn man wahrscheinlich mit Selfie-Stick an einem vorbeiläuft und so weiter. Aber nun ja. Wald und Netz ist immer Abschnitt, kennen wir ja, genau, ja stimmt, da war ja was. So, ihr könnt mir gerne mal sagen, falls irgendwie was auftauchen sollte an, hallo, ich bin da, hallöchen, Gianluca, servus, moin. Sonst geht's mir gut, ja, was? Wir chillen, Leute, wir chillen, oh, sorry, poor connection. Was? In Six King einen Rekord. Okay. Keine Ahnung. Pass auf die Chat achten und lieber den Leuten dodgen. Ja, ja. Das mache ich auf jeden Fall. Also wir gehen heute nicht dahin, wo viele Leute sind. Also nicht in die Stadt. Ja, falls ihr mich gerne stalken wollt, ich bin gerade in Bochum unterwegs. Ne? Und ja. Ne, Nixburg Connection. Okay, wie gesagt, wenn wirklich was sein sollte mit krassen Framedrops immer Bescheid sagen. Aber bei mir wird gerade angezeigt Poor Connection und ja. Egal. Lassen wir es mal. Ah, das Internet ist jetzt wirklich hier so ein bisschen RIP. Also wie gesagt, das ist IRL, Leute, und da könnte das Internet wirklich ein bisschen manchmal spacken. Framedrops. Niemand will dich zur Corona-Zeit treffen. Okay. Also ist das jetzt wirklich gerade in Ordnung, Leute, die Streamqualität? Irgendwie bricht das gerade so ein bisschen ein, ne? Nee, egal. Man testet heute sich ein bisschen ran. Ich spiele gerade Rocket League, okay. Also läuft der Stream gerade noch? Ich hoffe mal. Oh, diese Soundeffekte, ne? Diese Wind-Soundeffekte. Aber geht ja hier auch nicht um das Visuelle, okay. Ja, es ist einfach so ein bisschen Laber. Laber. Bla. Also ich hoffe... Alter! Bin ich noch da? Leck, ja. Da kann ich auch nichts. Connection, ja.
Digga, es wird auch gerade nicht besser, ne? Also irgendwie. Komisch. Komisch. Ja, hier sind auch voll viele Bäume, ey. Keine Ahnung, Mann. Sollen wir lieber zurückgehen? Ja, da ist aber auch scheiß Internet. Wir machen einfach eine kleine Runde. Mein Gott. So, ich hoffe, ich bin wieder da. Ja, Leute, wie gesagt, das ist hier alles gerade so ein bisschen spontan. Wo wohnst du? In Bochum. Steht auch alles unterm Stream. Spielst du nachher noch Rocket? Mal schauen. Aber erstmal wollte ich ein bisschen mit euch labern, ein bisschen rumlaufen. Jetzt, glaube ich, geht's wieder, ne? Ja, ich muss versuchen, wahrscheinlich so ein bisschen an Häusern vorbeizulaufen. Keine Ahnung. Also es ist gerade so ein bisschen hier, ja, Schnellstraße, wo ich unterwegs bin. So, gut Leute, ich glaube jetzt funktioniert es wieder, aber das ist wie gesagt draußen, das ist Deutschland, das Internet ist noch nicht so gut ausgebaut hier. Alles im Eimer, alles. Mir ist auch mega warm, muss ich ehrlich gestehen, also schönes Wetter draußen, echt ein schönes Wetter. Ba, 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 ba. Life is life. Na 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 na. Hey! La 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 ba, ba, ba. Könnt ihr singen, Leute? Ich nicht. Ich wohne in der Schweiz. Nice. Ja, guck mal, ich komme aus NRW. Da, wo es gerade am meisten Infizierte gibt, ey. Wir sind hier voll, ja, im Puff, kann man sagen. Besseres Internet, ja, kann ich, ist genauso wie in Österreich, also deutsches Internet ist halt echt beschissen, das ist klar. Jo, ich weiß eigentlich gar nicht, wo wir richtig so hinlaufen sollen, hab mir keine Route hier ausgesucht, aber ja, wir gucken einfach mal, wie das Internet hier ist, ne? Weiß sogar gerade, wo du bist. Nice. Ja. Aber pscht. Danke. Stimmt, deine Gegend war Kacknetz. Ja. Also bei mir zu Hause hast du ja. Ich weiß gar nicht, war bei mir zu Hause wenigstens mit deinem Router gutes Netz? Na, vielleicht ein Turnier. Ja, machen wir auf jeden Fall. Also, wenn später noch Zeit sein sollte und ich auch Bock habe und nicht zu kaputt sein sollte, dann können wir gerne später noch ein Turnier machen in Rocket League. Gleich bis in Hamburg. Hab ich letztens getestet, als ich mal am Bahnhof war. Geht so? Das Internet bei mir? Okay. Router hattest du nie bei mir dabei? Okay. Alles klar. Oh mein Gott. Das ist immer total lustig, wie viele Leute mich hier angucken, ne? Ja, die machen da irgendwas im Garten und so und ich laufe da einfach so vorbei. Hallische Macke! Macke. Okay. Moin, Servus, moin. Ach ja. Was? Wie lange geht es bis Turnier? Du meinst, wie lange ich jetzt streame? Keine Ahnung, ein Stündchen? Ich wollte, wie gesagt, das Ganze mal austesten. Ich hoffe, ihr habt irgendwie Bock, einfach ein bisschen mit dabei zu sein. Ein bisschen zu quatschen, ein bisschen zu labern. Falls ihr Fragen habt, gerne in den Chat rein. Ja, ich wollte ein kleines Stündchen mit euch laufen. Ist ja angenehmer, anstatt drin in der Bude zu hocken, ne? Ja. Ich weiß, dass die Streamqualität nicht die beste ist, aber ja, I don't give a fuck. Wie läuft es bei dir so? Soweit eigentlich ganz gut. Moin. Er guckt mich sogar an. Nice. Ja, ich hatte Vorstellungsgespräch heute. Hier in Bochum. Altenheim.
relativ gut gelaufen. Ja, überhaupt erstmal was wieder zu bekommen, ist schön. Erstmal Probearbeiten am Samstag dort. Und hoffen wir auf das Beste, ne? Hier geht es nicht um Köln, sondern nur um Rumlaufen und Labern. Genau. Man soll ja fit bleiben, weißt du? Guck mal, ich habe jetzt überlegt, dass ich auf jeden Fall einmal pro Woche joggen tue. Dass ich, ja, dass mein Körper so ein bisschen fit bleibt. Leck? Okay. Aber bei mir ist gerade kein Leck. Keine Ahnung. Dann ist es dein Internet. Ba, 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 ba. Musst du dann auch wieder samstags arbeiten? Ich drück dir die Daumen. Vielen Dank, Macke. Ba, 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 ba. Alter, ist das komisch, ey. Nee, saved, okay. Ja, Samstag, weiß ich nicht. Wie gesagt, die Arbeitszeiten sind eigentlich relativ chillig. Aber ob ich Wochenende arbeiten muss, das weiß ich nicht. Also ich habe bis jetzt nur die Arbeitszeiten gesagt bekommen. Also so ungefähr. Also der hat sich halt relativ wirklich, ja, oberflächlich ausgedrückt. Ja, 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 ja. Okay. Alles gut bei dir? Hoffentlich. Puh. Man muss öfters die Hand wechseln, ne? Das ist ganz schön anstrengend mit so einem scheiß Selfie-Stick. Da ist so ein Gimbal besser. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich besser. Aber ich habe kein Geld. Ich habe kein Money. Ich bin arm. Ich habe keine Arbeit. Ich habe Langeweile. Das kommt alles so zusammen. Ach ja. Wo bin ich denn gerade hier? Ach so, ja. Stimmt, die haben hier die ganzen Häuser abgerissen. Easy. Easy peasy. Was? Boah, die Sonne blendet gerade so aufs Display. Gimbal brauchst du noch nicht für kurz rumlaufen, lel. Ja, ist ja auch relativ fair so ein Ding, ne? Manchmal. So ein Gimbal. Kommt drauf an, was du für eins hast, ne? Ist aber auch ein teurer Spaß. Miete hast du nie mehr bezahlt? Ja, natürlich nicht mehr. Ich hab, weiß nicht, ich komme einfach trotzdem so durch. Braucht man nicht unbedingt bezahlen. Also eigentlich wollte ich so ein bisschen eigentlich abseits hier laufen, aber man kommt nicht mehr. Also ganz kenne ich mich hier auch noch nicht aus, aber es wird langsam. Da links wohnst du, natürlich. Das sind alles meine Häuser, die werden gerade alle gebaut für mich. In der Matschgrube, lel. Hat man die Matschgrube gerade gesehen? Scheiße. Ja, ich muss zugeben, doch, ich wohne in der Matschgrube, du hast recht. Was? Pokémon Go angehalten? Digga, ich spiele gerade kein Pokémon Go. Der Maul. Hallöchen Logik Noah, servus, moin. Mach mal Frontcam an. Ja, sorry, tut mir leid. Sollen wir machen Frontcam? Wollt ihr was sehen? Gut, Leute. Liegt. Liegt, liegt, liegt. Sorry, habe ich total vergessen. Es gibt ja noch eine Frontcam beim Handy. Das ist bei den neueren Handys nur so der Fall. Ich habe voll das krasse Handy in der S7, Leute. Ich wollte irgendwann zum S10 auf jeden Fall aufstocken. Jens hat mich überzeugt auf der Solution, dass ja, dass dort, also dass die Tonqualität sehr, sehr nice ist vom S10. Bin wieder weg, Gartenarbeit, viel Spaß noch, good vibes. Alles klar, Macke, hau rein. Ganz schön windig, ey. Ich hoffe, das geht so einigermaßen mit dem Wind. Es ist warm, Leute. Hol dir das Galaxy Note 10, ist ultra mega, echt. Ja, ich brauche, weißt du, aber ich brauche nicht immer den High-Quality-Scheiß. Das muss nicht unbedingt sein. Also es kann auch einfach ein bisschen
was günstigeres sein. Und mit dem S10, ich denke mal, dass ich da nichts falsch machen werde. Also Jens hat mich da schon gekriegt mit dem S10. War neidisch. Aber hier ist das Internet eigentlich ganz gut, ich weiß nicht. Also vielleicht könnte man mit der Qualität höher gehen, aber kann man das einigermaßen genießen, den Stream? Ich hoffe mal. Ich versuche auch meine Hand einigermaßen einigermaßen ruhig zu halten für euch, sodass ihr wirklich einen guten Content habt. Apple, Note 10 ist viel zu groß für Streaming, okay. Ja, Apple, habe ich nie für Erfahrung mitgemacht. Ich war immer der Samsung-User. Also ich hatte einen Samsung Galaxy Ace, dann hatte ich einen Grand Prime und dann hatte ich, was hatte ich denn noch? Grand Prime und dann das 7. Ja, das war's. Und davor irgendwelche Nokia-Kacke, die kein Mensch mehr braucht, denke ich mal heute. Der Zug ist abgefahren damit. Alter, hier sind nur Häuser, ne? Also eigentlich möchte ich gerne aus diesem Häuserwald hier raus. Hier ist echt ein Labyrinth gerade. Schöner Tag, ne? Ja, echt ein schöner Tag. Ich weiß nicht, also bei euch auch so tolles Wetter? Habt ihr auch schon heute was draußen unternommen? Wart ihr ein bisschen spazieren? Ist echt, also wirklich, würde ich echt empfehlen, heute nochmal rauszugehen. Ich meine, man wird einfach verrückt, wenn man die ganze Zeit in der Wohnung sitzt. Und ja. Alter, das ist echt... Man muss zugeben, guck mal, wie rot die Hand ist. Ja, sieht man das so ein bisschen, ja, ne? Also dieser Selfie-Stick, der wird irgendwann sehr, sehr unangenehm. Ich kann den Selfie-Stick auch ganz ausfahren für euch. Passt mal auf. So, guck mal. Kennt ihr das? Ja, ne? Geiler Selfie-Stick. Aber auch so angenehm zu laufen, das geht so. In der Schweiz hat immer schon... Ja, nur die Schweiz hat schönes Wetter, weißt du? Wie viel bezahlt ihr dem guten Gott, dass er euch immer schönes Wetter schenkt? Ich weiß gar nicht, wohin. Dahin? Keine Ahnung. Gefühlt war es komplett 3 Wochen Sonne. Echt? Stimmt, ne? Es hat wirklich wenig geregnet. Ne? Ich habe auch Nachrichten gelesen. Also, gelesen. Wer liest Nachrichten? Also, wenn, dann schaue ich Nachrichten. Ich lese, hab nie Zeitung gelesen. Weiß nicht, ich bin zu faul. Lesen ist scheiße. Mag auch keine Bücher. Und zurück zum Thema. Hab in den Nachrichten gelesen, dass... gesehen! Fuck you, ey. Dass die Bauern auch so gerade ein bisschen Ernteprobleme haben und so weiter. Oder dass da kaum was wächst, weil, wisst ihr? Ernte, genau. Aber ich schaue wenig Nachrichten, also gelegentlich mal, aber gerade im Moment fuckt das sowieso alles ab mit dem Virus. Virus, 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 Virus. Null Regen bei uns, okay. Das ist nice, echt. Also, ja, man würde wahrscheinlich viele Grillpartys veranstalten, viele Unternehmen. Es ist aber gerade nichts los. Vor allem hier diesen Internetrouter, mit dem ich jetzt hier gerade streame, den hätte ich voll gerne benutzt, auch für Festivals und so weiter. Und das war ein Werbegeschenk von Unity Media bzw. Vodafone. Und ja, ich kann es jetzt nicht sinnvoll nutzen. Ne? Also ein bisschen rumlaufen mit euch ist es auch nicht so das Spannendste, aber ja, wenigstens mal etwas, weißt du? Wenigstens mal selber IRL streamen, ne? Und Jens, ich brauche deinen Router gerade nicht. In der Schweiz ist es verboten zu grillen, okay. Ja, generell Partys. Also ich kenne keinen, der gerade so auch im geschlossenen Kreis Partys veranstaltet. Also es ist ja, solange es im Rahmen ist, Partys sind dann auch erlaubt, ne, aber... Mein Bekanntschaftskreis macht gar keiner gerade Partys. Ne? Viele haben Geburtstag auch gerade, aber nichts los. Überhaupt nichts los. Gefühlt dein erster IRL-Stream. Es ist der erste Livestream.
es ist wirklich der erste Livestream ohne deine Daten. Was willst du da machen, ne? Schnell reingehen, ich sehe Corona in der Luft. Du weißt aber schon, dass Corona nicht so rüberfliegen kann, weißt du? So gefühlt 10 Kilometer. Ja, wahrscheinlich hat schon Luca Corona, ne? Alles gut bei dir, Bluesniped. Wäre nice mit dir jetzt gerade zu streamen, weißt du? Komm doch vorbei. Draht, ich komm zu mir. Als Schauerberg 8. E91448 ins Kirchen. Guck mal, ich kann sagen, was ich will, weißt du? Da ist nicht so ein Jens, der neben mir steht und sagt, Kai, pass auf, dass du das nicht sagst. Guck mal, hier ist ein Rewe, Leute, wir können hier einkaufen. Aber machen wir nicht. Also ich weiß nicht, wenn wahrscheinlich die Krise gerade nicht wäre, würde ich da schon reingehen, einfach mal mit euch einfach ein bisschen trollen. Aber ja, wir laufen ja für ein bisschen rum. Bin am Rätsel, wo das in Bochum ist. Ach, tja. Stimmt, du kommst glaube ich aus Bochum, ne? 1848, das hört sich so ein bisschen nach VfL an, ne? VfL Bochum. Bei uns ist gar nichts erlaubt, es sind ein Krisengebiet. Okay, shut up. Shut up, Beach Man, shut up. Alles gut bei mir? Ja, soweit. Laber ein bisschen. Guck mal, ich habe schon Durst, ey. Gut, dass ich mir Wasserflasche eingepackt habe. Den Selfie-Stick zu halten ist so anstrengend. Habe Route von deiner Wohnung bis zum Rewe eingegeben. Jetzt weiß ich, wo du bist. Jens, bitte. Also, ich möchte nicht so leben wie der Rainer Winkler. Das möchte ich keineswegs. Ich hoffe mal, dass man hinten weiterkommt. Ne? Ich glaube schon. Was? Komme auch aus Bochum. Genau, 1848 wegen VfL. Vielleicht gehen wir... Ich glaube, gleich, also ich habe Bock, dahin zu gehen, wo das Herz noch mehr schlägt, in Bochum. Und vielleicht kommt das dir gleich bekannt vor. Also wenn wir... Wir könnten da hingehen. Wir könnten da hingehen. Vielleicht machen wir das auch. Ja, mal schauen. Deine Koordinaten. Ah ja. Okay, komme. Alles klar. Dann mach das ruhig. Boah. Hier sind Pollen unterwegs. Habt ihr auch eine Pollenallergie, Leute? Habt ihr auch Probleme mit Pollen? Ich hoffe mal eher nicht so. Aber bei mir ist das manchmal echt extrem. Ich habe wenigstens so Allergietabletten, aber die wirken nicht immer. Moin, bist du sogar näher Stadion? Wer weiß? Wer weiß, wer weiß? Boah, ist das warm. Ich könnte euch mal kurz abstellen, Leute, wisst ihr? Das machen wir einfach mal gleich. Pass mal auf, wir stellen euch irgendwo ab. Da ist der nächste Stromkasten. Da stelle ich euch mal kurz ab, ey. Möchte ich einmal kurz meine Hände lockern. Jetzt schon Kaufpark bzw. Rewe, McFit und sowas ist dort, wo du bist. Also da ist ein Rewe. Aber ob da jetzt ein McFit ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, tut mir leid. So, ah, das ist der nächste Stromkasten. Ah, ein gutes Zeichen für einen Streamer. Der nächste Stromkasten. Jetzt kann ich euch einmal kurz hinstellen. Ah. Ah. So, pass mal auf, Leute. Das Geile ist, ich habe ein Selfie-Stick mit einem Stativ. Deswegen, ich kann euch einfach hier hinstellen. Guck mal, dann mache ich mal ein bisschen höher. So, guck mal. Geil, oder? Guck mal. Bam. Alles gut? Erstmal einen Schluck trinken, Leute. Es war eine harte Arbeit schon für euch. Streamen ist auch arbeiten, ganz ehrlich. Also, wäre schön, wenn man davon leben könnte. Wann machst du das Turnier? Bruder, sehe ich so aus, als ob ich gerade ein Turnier machen könnte. Ich trinke Wasser. Zum Wohl. Auf Corona.
McFit meint, ich kenne McFit nicht. Also, das ist Fitnessstudio, ne? Aber war ich noch nie. Ich gehe nicht Fitnessstudio. Ich finde, draußen an der Luft zu joggen viel angenehmer. Gleich fahren wir dann durch den Sturm. Was für ein Sturm? Ist echt ein bisschen windig, ne? Gestern war es aber noch windiger. Genau, wo bleibt der Rucke-Dikton hier? Mann, guck mal, ich kann... Guck mal. Jetzt kann ich euch für euch tanzen. Mache ich aber nicht. Für einen Zehner. Für einen Zehner tanze ich, okay? Für einen Zehner. Ja, aber weil lange es geht, noch nicht bis... Ja. Keine Ahnung, Mann. Guck mal, wir haben es noch relativ früh, 16 Uhr. Um 20 Uhr ist noch immer noch nicht dunkel bei mir. Also, ich hab Bock. Ich hab Bock, mit euch ein bisschen lange zu streamen. Und vor allem, ich muss die Datenvolumen gerade loswerden. Also, wird wahrscheinlich den nächsten Tag auch nochmal ein iOS-Stream kommen. Könnt ihr euch freuen. Aber vielleicht gehen wir da eine andere Route. Kai, stay you dreaded or else. Ja, das ist mein letztes Wasser, Leute. Ich muss das mir gut einteilen für den Stream. Ich kann nicht einfach so in Rewe gehen und mir ein Wasser holen. Ich muss dafür einen Einkaufswagen holen und das ist so schwachsinnig. Ne? Letztes Mal, wo ich mit einem Kumpel einkaufen war, wo der nichts einkaufen wollte, und Bruder muss trinken. Das wäre echt geil als Emoji jetzt schon. Ne? Du hast mal noch mein USB-Kabel. Das bekommst du nie wieder. Aber das liegt bei mir auf dem Schreibtisch. Wo ist der Secret? Was? Okay. Werden uns wohl erst in einem Jahr wiedersehen. Ich hoffe mal nicht, ey. Ich hoffe, dass überhaupt noch heute dieses Jahr irgendwas stattfindet. Boah, ich habe Angst, ohne Witz, ne? Also, es ist ein bisschen windig. Ein bisschen. Aber der Stream läuft super gerade, ne? Am Anfang hatten wir, glaube ich, übelste Framedrops. Ich glaube, da gehe ich nie wieder lang. Aber jetzt kann man nicht meckern. Geht. Hast du schon als Seil benutzt, ja, ja. Klar doch. Ich entführe nächstes Mal den Luca auch, weißt du? Für den habe ich auch ein Seil gespannt. Bei mir in Werning im Rewe brauche ich keinen Wagen, okay. Wenn wir in der Schweiz gehen, wieder in die Schule am 11. Mai. Guck mal, ich hätte auch zum Beispiel Gamescom gerne live gestreamt für euch. Wäre auch noch im Rahmen gewesen. Auch blöd, weißt du? So ein Gamescom-Stream kommt auch immer gut an. Und bei mir muss ich mit Wagen rein. Hier in Deutschland, oh Gott, windig, oh. Diese Windböen, ey. Das ist echt der Corona-Sturm. Gamescom, Easter Egg. Ja, wobei, man weiß halt nicht. Also, ich glaube, ich habe langsam aufgegeben, in der Turbinenhalle zu streamen. Das ist halt echt ein scheiß Netz dort. Ja, aber wahrscheinlich auch wegen den dicken Wänden, ne? Das muss ja aber auch so dick sein, weil es darf ja nicht so viel laute Musik nach außen dringen. Wollen wir weitergehen, Leute? Wird ein bisschen zu windig hier. Hier zieht es echt gerade durch die Straße, wo ich stehe. Boah, ich find's mies, ey. Kannst du jetzt bitte mal aufhören, so windig zu sein? Rocket League Turnier, halt dein Maul jetzt mit deinem Rocket League Turnier. Ich bin nicht zu Hause. Wie oft soll ich das denn gerade noch sagen? Stefan fragen wegen WLAN. Hallöchen Tim. Was? Stefan? Mit Telekom-Netz haben wir dort nie probiert. Ja, müssen wir mal machen. Müssen wir echt mal machen. Na, alter Weltenbummler. Alles klar. Läuft bei dir auf jeden Fall. Guck mal, ich habe mir heute sogar noch was eingepackt. So für kleine Stärkung unterwegs. Guck mal hier. So die Croissants, die ich gekauft habe von meinem Einkauf. Die habe ich mitgenommen und ja, das war's dann auch wieder. Kai, just chilling outside, so yeah. I just walk around about behind the city or whatever. Alles Greenscreen. Easter Wave Orga. Easter Wave wäre echt geil gewesen dieses Jahr. Das Line-Up war fett von der Dance Area.
Technobase-Inhaber Gabby. Tja, aber ich finde, also man hätte deutlich früher schon Easter Wrap absagen können. Also diese Vorfreude, die war einfach schon so lange da. Weißt du, einen Monat vorm Easter Wrap das Ganze abzusagen, ich weiß nicht. Guck mal, Gamescom ist auch schon abgesagt. Guck mal, wann Gamescom ist. Sind doch noch 4 Monate, oder nicht? I want block, man. Was zockst du alles? Weiß ich nicht. Gerade im Moment nicht viel. Ich will, wie gesagt, irgendwann mein Setup so ein bisschen arbeiten und dann viel mehr PC-Games auch streamen. Also, ich habe so ein bisschen gerade die Probleme. Oh, das flüssig rüber zu streamen auch in 1080p und dann noch in guter Qualität. Also, keine Ahnung, ich kann halt nicht mit den X264-Encoder streamen. Leckt halt, ne, auf 1080p. DJ Gabby in the mix. So, wollen wir gleich mal weiter? Ich denke mal, ne? Brechen wir auf, Leute. Es gibt noch so viel zu entdecken. Und YouTube ist kacke. Kann man so oder so sehen. Also ich finde, für Streaming ist Twitch natürlich besser. Aber guck mal, dafür kannst du auf YouTube, wenn du wirklich krasse Streams machen möchtest, was Videoqualität angeht, auch 4K-Livestreams machen. Und das ist auf Twitch nicht möglich. Du kannst auch mehr auf YouTube, was Kabelsrate angeht, hochballern. Irgendwas mit 12.000 sogar. Ja, und bei Twitch sind nur 6.000 erlaubt. FIFA GTA Standardspieler? GTA spiele ich. Manchmal. Privat gerade aber. Ich habe das mal Anfangszeiten lang gestreamt. Ich bin ein absoluter Noob drinne. Aber jetzt gerade im Moment mache ich ein Päuschen. Ich schreibe gerade so viel, Leute. Junge. Warum schnappst du nicht einen kleinen Pfiffi-Hund und gehst mit dem schon mal so 2 bis 3 Stunden laufen? Also, ich habe mir schon mal überlegt, vielleicht ein Haustier zu holen, aber das Problem ist, glaube ich, dass meine Wohnung ein bisschen zu klein ist. Ich finde 42 Quadratmeter, ja, schon wenig. Also für ein Haustier. Für mich reicht das. Wir brauchen ja meistens so ein bisschen Auslauf, weißt du? Wäre natürlich auch gut, wenn ich einen Garten hätte. Auch um eine Community aufzubauen. Ja, also Tim, auf YouTube kann man auch eine Community aufbauen. Es gibt da so verschiedene Tricks. Ich habe auch schon langsam was kennengelernt, wie man an Leute rankommt. Also es läuft eigentlich gerade überhaupt nicht schlecht bei mir. Ich kann mich nicht beklagen. Weißt du noch, Solution, der Schrei Gabby, ja. Hallöchen Christian, servus, moin. Für so eine kleine Fußhupe reicht es bestimmt. Ja, aber Hunde mag ich jetzt nicht. Eher eine Katze. Also, ich weiß auch nicht. Katzen sind geiler. Alter, kann man hier überhaupt vorbei? Ich hoffe mal. Fuck! Sonst müssen wir wirklich gleich zurücklaufen. Kann man hier weiterlaufen? Als ob hier... Oh. Fuck it! Als ob man hier nicht weiterlaufen kann. Kann man, oder? Verarsch mich jetzt nicht. Klar, doch, da geht's weiter. Alles klar. Ja, wir verlaufen jetzt ein bisschen entlang der Hauptstraße. Wird wahrscheinlich ein bisschen lauter für euch, aber ich hoffe, das geht klar. Wir haben heute noch ein Ziel zu erledigen. Da will ich unbedingt heute hin mit euch. Keine Ahnung warum. Musst du ja wissen letztendlich, wo ich streame. Ja, ich habe früher auf Twitch gestreamt, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe keinen Bock immer darauf einzugehen. Vielleicht sollte ich mal irgendwann mal ein Video machen. Ja, ich war auf Twitch, ich bin gebannt. Ja, frag nicht warum. Geh mir nicht auf die Nerven, Luca, mit Rocket League.
Oh, ist das... Boah, mir juckt gerade übelst die Nase. Wo gehe ich überhaupt gerade hin? Ich hoffe... Also wir sind gerade an der Autobahn. Ich war hier noch nie. Leute, guck mal. Das ist einfach hier so eine Absperrung. Und da ist die Autobahn. Ich weiß echt nicht, wo wir hinlaufen. Durch Stadtlatschen feiere ich nicht so, wenn ich mit dem Hund laufen gehe. Dann wohne ich. Heute Abend noch Gaming und gar nicht mehr. Boah, Leute. Gönnt euch doch einfach jetzt einfach diesen Stream, oder? Also ihr müsst... Ich schau mal, wie gesagt, ob ich heute Abend Gaming mache. Wenn nicht, dann halt nicht. Also, ich entscheide das eher spontan. Also, ihr kennt mich ja, glaube ich, schon langsam, oder? Oh, okay. Achso, hier kann man runter durchgehen. Ich hoffe mal, das Netz bricht gleich nicht ein. Also, hier sind gerade richtig viele Pollen unterwegs. Wollte auch mal im Stream sein, denke ich mal. Boah, ist mir warm, ey. So, jetzt gehe ich mal kurz unter diesen Tunnel hier durch. Ich hoffe, das Netz ist gleich wieder da, Leute. Also, wenn es gleich ausfallen sollte, bitte vergibt mir. Ah, okay. Ach, hier ist auch so ein Weg. Okay, dann laufen wir da mal durch. Bis jetzt ist das Netz noch da. Das ist krass. Okay, okay. Saved, Alter. Saved. Nice, wir haben es geschafft, Tatsache. Einfach mal durch den Tunnel zu gehen, ohne irgendwie Framedrops zu kassieren. Jetzt weiß ich überhaupt gar nicht. Wollen wir da wieder hoch? Ja, ich gehe da einfach hoch. Ich kann euch mal wieder ein bisschen die Außenkamera präsentieren. Ich denke mal, das ist gerade interessanter, ne? Kai, wo ist der Stream? Wo ist der Stream? Hier ist der Stream. Ganz schön zugewuchert hier. Also gerade eben weiß ich nicht, wo ich bin, aber ich denke mal, gleich weiß ich es wieder. Ist eine Außenstraße, ne? Hm. Okay. Hä? Wo bin ich hier? Ach, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hey Niklas, servus, moin. Der Stream ist live. Ja, ey, jetzt weiß ich, wo ich bin. Guck mal. Geil. Geil, geil, geil. Vielleicht weiß der Herr Bochumer hier, dieser 1848er, wo ich gerade bin. Vielleicht klingelt's ja gleich. Bochum, ich komm aus dir. Bochum, ich häng an dir. Weiß auch, wo du bist. Willkommen zurück, Jens. Jetzt weiß ich auch, wo ich wieder bin. Ja. Das ist keine fremde Gegend mehr. Wusste nicht, dass man da so unter der Autobahn runterherlaufen kann. Zum Glück, ey. Stell dir mal vor, ich müsste jetzt die ganze Straße dann nochmal zurück, ey. Anstrengend. Zu anstrengend. Ey, Gianluca, ich reagiere da gar nicht mehr drauf. Klar, 400 Meter und dann bist du am Stadion. Wollen wir da hingehen, Leute? Wollen wir zum Stadion gehen? Weiß ich nicht. Habt ihr Bock drauf, das Bochumer Stadion zu sehen? Fußballstadion? Können wir machen. Habt ihr Lust? Falls ihr das Stadion noch nie gesehen habt und ihr ein riesengroßer Fußballfan seid und gerne mal alle Stadien der Welt besuchen wollt, dann können wir das gerne machen. Ich bin, ich hoffe, du hast nicht vor deiner Haustür mit Stream angefangen, sonst kann man den Stream zurückverfolgen. Nein, habe ich nicht. Darauf habe ich geachtet. Also ich mache den Stream auch rechtzeitig aus. So ist das nicht.
Lass es 500 sein. Ja, dann gehen wir zum Stadion, ne? Guck mal. Ah, lol. Hier ist der Döner Deluxe Pizza. Ey, hier ohne Witz, hier bestelle ich gerne. Gut zu wissen, Alter. Gut zu wissen. Guck mal. Deluxe Döner und Pizza. Da bestelle ich immer bei Lieferando meinen Döner. Das ist richtig geil. Schmeckt gut. Was? Innerorts ist zurzeit kacke. Studierst du? Ja, aber hier ist es noch. Ist immer noch außerhalb der Stadt. Also, hier ist noch wenig los. Studieren tue ich nicht, nee. Ich bin gerade arbeitssuchend. Aber ist gerade momentan richtig schwierig, irgendwie Zusagen zu bekommen oder generell eine Antwort. Hab auch sogar eine Autogramm von Heiko Batscher, der früher bei Bochum gespielt hat. Echt? Okay. Nice. Nice, nice, nice. Krass, ey. Joey's? Was auch immer Joey's ist, ey. Hab ich nie bestellt, die ganze Kacke da. Deluxe Döner und Pizza ist geil. Hört sich komisch an, ne, dass sie sich für Döner und für Pizza spezialisieren. Aber die Pizza, die schmeckt echt geil. Also die haben da echt einen super selbstgemachten Teig. Kann ich nur empfehlen. Was immer, wenn ich nebenan in der Spido bin, gehe ich essen. Welche Spido meinst du? Hier oder was? Okay, okay. So, gucken. Straße, guck mal, er hat geguckt, ob ich grün habe, weißt du? Er hat Angst bekommen, weißt du, dass er mich überfährt. Nice. Nice. Abstand halten. Ja, aber was für Abstand? Was war denn da gerade? Chill bitte mal deine Lage. Moin, also was willst du denn arbeiten? Koch. Koch. Also Küchenhelfer, Koch so. Achso, bei Deluxe Döner, nice. Ich juck gerade überall so ein bisschen. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn man so schwitzt, weißt du? Juckt der ganze Körper. Juckreiz. Ach ja. Mit dem Verkehr muss man echt aufpassen. Ne? Also wenn man IRL streamt, ist man da jetzt nicht irgendwie... Also man ist total abgelenkt. Man guckt die ganze Zeit auf dem Handy. Und ja. Hatte ich einen Dice. Servus. Bieg mal bitte an der nächsten Kreuzung ab. Beziehungsweise Gabelung. Schön. Ja, guck mal. Aber weißt du, die fahren einfach mal... Die fahren ihr Fahrrad hinter mir, weißt du? Und die fahren einfach mal... Die belegen den ganzen Bürgersteig. Normalerweise ist der Bürgersteig nicht mal für Fahrräder gedacht. Die sollen auf der Straße fahren. Was ist? Die blockieren einfach mal den ganzen Weg mit ihren zwei Fahrrädern. Nach der Kirche. Was für Abstand gleich. Nee, ich will zum Stadion, Mann. Kai, please aufpassen. Ich habe damit wirklich gerade nichts zu tun gehabt. Ich habe einfach trotzdem Entschuldigung gesagt. Wer weiß. Manche Menschen reagieren ja ganz komisch. Küchenhelfer, google mal GV Dortmund, melde dich dort, arbeitest auf Events, VIP, BVB. Na, also ich möchte ja wirklich schon irgendwie auch ein bisschen kochen, weißt du? Und wenn ich da jetzt nur so an der Imbissbude stehe, habe ich auch keinen Bock, weißt du? Also es soll jetzt wirklich nicht, keine Ahnung. Also ich finde es schade, wenn man dann wirklich nur alles aus Tüten produziert. Habe ich nie gehört, GVO Dortmund. Wetten, da gammeln Jugendliche rum? Nein, wir gehen außen rum. Also müssen da jetzt nicht zu nah rangehen. Da gammeln wirklich keine Jugendliche rum. Ich bin da heute Morgen schon mit dem Auto vorbeigefahren. Boah, es ist warm. Alter Schwede. Aber sehr, sehr ungewohnt, alleine IRL zu streamen. Irgendwie fehlt mir da jemand, weißt du?
Eine nervige Ziege. War nur Spaß, Jens, war nur Spaß. Bei uns eine Patrouille gefahren, damit auch maximal nur 3 Leute zusammen sind. Ja, wir sind aber jetzt gerade 5 Leute im Stream, das ist gar nicht gut. Also wir müssen eigentlich Abstand halten, wisst ihr das? Also ihr haltet euch gerade auch nicht ran, ne? Also könnt ihr mal ein bisschen Abstand vor eurem Monitor halten, beziehungsweise Handy? Zieh Jacke aus, das wäre vielleicht vom Vorteil. Also wenn ich vielleicht gleich nochmal irgendwie einen Stromkasten finde, könnte ich euch mal kurz da absetzen. Sonst ist es gerade schwierig. Blue und Jens. Alleine ist für einen selber besser, für die Zuschauer allerdings mehr Leute besser. Am Stadion gammeln keine Jugendliche, lol. Ach Quatsch. Vor allem jetzt, weißt du? Also jetzt, wo gerade keine Spiele stattfinden, warum soll da jemand gammeln? Stahlwerke, da sind sie. Was? Nein, da bin ich nicht. Das ist fake. Das ist fake. Fake, Bruder. Man hätte das ja auch so machen können, dieses Jahr einfach so ein bisschen Städte besuchen gehen. Weißt du, so Leverkusen war ich beispielsweise noch gar nicht. Einfach so ein bisschen, ja, so die Kultur kennenlernen, wisst ihr? Genau, sowas hätte man vielleicht auch machen können mit dem ganzen Datenvolumen. Aber das fällt ja alles ins Wasser, ey. So mies. Also Twister ist ein Real-Life-Kollege von mir, der war schon öfters bei mir in Bochum. Läuft bei denen. Ich laufe gerade an der Apotheke vorbei, weißt du? Die gehen da alle einzeln rein. Das ist krass. Wahnsinn. Aber schön, dass die Geschäfte sich auch daran halten, weißt du? Dass das wirklich eingehalten wird. Boah, es ist warm. Ich kann wieder kaum lesen, was ihr schreibt. Leverkusen-Kultur. Ach, keine Ahnung, ob da Kultur herrscht. Mit dem Eis nicht gefunden hast. Hä? Was meinst du, Jens? Irgendwie Maus irgendwo aus Deutschland? Ich überfliege gerade ein bisschen den Chat. Ich krieg nicht alles mit wahrscheinlich gerade. Ist auch gerade schwierig, in den Chat reinzugucken, weil es übelst blendet auf dem Display. Oh, wie kommen wir denn jetzt hier vorbei, ey? Ganz ehrlich, hier stehen überall Menschen, ey. Das ist gerade echt kritisch, Leute. Wollen wir nicht lieber abbiegen, Leute? Wollen wir nicht wieder... Ich möchte mich jetzt auch nicht in Gefahr bringen, weißt du? Ich möchte gesund bleiben. Ich bin sowieso einer, der selten krank wird. Ich bin immun gegen alles, wisst ihr? Ah, da hinten wird es wieder ruhiger. Hier ist gerade so ein bisschen... Einkaufstechnisch, Aldi, Edeka und sowas. Jo, was geht? Hallöchen Krypto, servus. Reicht zur Not auf die Straße ganz aus, ganz leicht. 200 Meter noch. Wollt ihr wieder die andere Kamera haben? Ihr könnt immer sagen, Leute, falls ich die Kameraperspektive wechseln soll. Ihr habt ja auch was davon, wisst ihr? Ihr müsst nicht die ganze Zeit meine eklige Fresse sehen. Du biegst dich gerade... Zu viel in Gefahr. Ja, ich denke mal, wenn man jetzt einkaufen gehen würde, würde man mehr Gefahr haben. Also das hält sich... Guck mal, ich kann immer gerne mal einen Schwenker machen. Also das hält sich hier gerade noch im Rahmen. Guck mal. Also eigentlich sind die Straßen hier relativ leer. Ja, komm Leute, für euch. Ja, also ich habe Eier. Ich mache das jetzt einfach. Ich laufe da jetzt einfach zum Stadion. Da ist ein schöner, geh mal rechts irgendwann einen Quellweg entlang. Ja, ich gehe gleich irgendwann rechts. Also muss auch auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht zu weit weg von zu Hause laufe. Ich muss das ja alles noch zurücklaufen, weißt du? Und irgendwann ist es vielleicht zu weit. Nächste Kreuzung rechts. Nein, Bruder. Weiter. Weiter.
Ich halte schon Abstand. Ich versuche das, ja, aber jetzt ohne Witz. Ich muss halt immer ausweichen. Ne? Die Leute laufen normal der Straße entlang und ich muss immer ausweichen. Seht ihr das? Guck mal. Die laufen einfach vorbei. Ich versuche ja schon Abstand zu halten, aber die laufen da immer so in Zweiergrüppchen. Ist das eigentlich überhaupt erlaubt? Guck mal. Gut, die laufen zu zweit, ne? Ah, da hinten laufen zu dritt, das geht ja mal gar nicht. Anzeige ist raus. Nimm Bahn, nee. Ich denke mal, wenn ich da irgendwas in der Bahn anfasse, habe ich sofort Corona. Ja, ich muss mir auch mal irgendwann ohne Witz einen Mundschutz besorgen. Also für alle Fälle muss man eigentlich immer einen haben, wenn man in der Bahn ist und so weiter. Geh rechts an der Kreuzung. Nein. Leute. Shit, 8 Leute, das ist schon eine Versammlung. Jetzt gibt's erstmal Geldstrafen. Rechts rum, rechts. Was ist denn da? Also jetzt ist gerade sowieso... Wo laufen wir denn da lang, wenn wir jetzt da rechts abbiegen? Aber weißt du, wenn ich da jetzt sowieso zum Stadion laufe, ist da überall Sonne, ey. Ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit durch die Sonne zu laufen. Rechts, Kai, rechts. Soll ich wirklich rechts abbiegen? Boah, ich stelle mich mal kurz ab, Leute. Boah. Ich brauche mal kurz einmal Auszeit. Ich setze mich mal kurz hin hier. Boah. Alles mit der Ruhe, ey. In der Ruhe liegt die Kraft. So, Moment. Mal kurz einen Selfie-Stick für euch, einigermaßen gut. Dann sitzen wir uns einmal kurz hin hier. Oh, Leute. Oh. Oh. Ist das entspannt. Digga, willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein komischer Selfie-Stick? Er hält. Okay, er hält. Quellweg? Ja, das ist der Quellenweg, wo ich gerade bin. Digga, ihr stalkt mich ja gerade mega. Was geht denn bei euch ab? Naja, kommen hier 100 Fans. Ich denke mal, wenn Montana Black beispielsweise IRL streamen würde, würden trotzdem 100 Leute zu ihm fahren wollen, weißt du, weil jeder unbedingt in seinem Stream sein will. Also wäre aber auch mal interessant, dass wenn Montana Black mal IRL Streams macht. Aber erst wieder, wenn wahrscheinlich die Krise... Also, es wäre erst klug, wenn die Krise wieder vorbei ist. Gleich ist es der Corona-Weg. Denkst du wirklich, dass ich infiziert bin schon? Leute, wer glaubt im Chat, dass ich schon infiziert bin? Dann schreibt einfach mal eine 1 in den Chat. Lauf im Stadion, da gibt es einen Schleichweg, ja. Wisst ihr, erstmal wollt ihr zum Stadion, jetzt dann doch nicht, ey. Guck mal, aber ich bin schon so weit weg von zu Hause, ey. Fuck you. Fuck you, ey. Ich bin auf dem Weg, wartet please 10 Minuten. Ich denke mal, das dauert schon ein bisschen länger als 10 Minuten, bis du hier bist. Guck mal, Ritterburg hat auch zu. Digga, alles hat zu, ne? Guck mal, aber, was mich wundert, also Restaurants haben zu, aber Imbissdorf darf offen haben oder was? Imbiss darf offen haben? Gleich, wenn du rechts im Quellenweg bist, links auf den Trampelpfad halten, an den Tennisplätzen vorbei. Es ist gut, dass du so ein bisschen gerade mich navigierst. Du weißt ja zum Glück, wo ich wohne. Also, ja, ich kenne mich ja aber auch aus, keine Sorge. Also, notfalls laufe ich einfach den etwas längeren Weg zu. Ist halt so. So viele Einsen im Chat. Mann. Wer hat den Bock eigentlich in den nächsten Tagen nochmal einen IRL-Stream zu machen? Also dann laufen wir vielleicht mal eine andere Route. Also es gibt hier wirklich viele Parks, kann man so sagen, oder kleine Waldgegenden und so weiter. Imbiss nur Abholung, echt? Naja, guck mal, bei Mac ist es glaube ich immer noch so, dass du nur zwei, also so einen Tischabstand hast, ne? Dass jeder zweite Tisch sozusagen nicht besetzt werden darf. Circa 15 Minuten, ja. Was sagt der Akku? 55%? Hält sich in Grenzen. Ich habe auch alles runtergestellt, also auch die Bildschirmqualität auf 720p nur. Habe ich alles dran gedacht, ey.
Ich habe gerade ein Paket aus China da. Muss ich mir jetzt Sorgen machen, als ob. Was hast du dir bestellt? Maxstream ist gerade in deinem. Oh nee, danke. Nee. Nicht gut. Lass einen zusammen machen. Was meinst du jetzt genau? Livestream oder was? Ja, keine Ahnung. Also, man muss zugeben, also diesen Router, den ich jetzt gerade verwende fürs Livestream, ich kann ihn ja gerne mal zeigen, ne? Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, wie ich hier gerade livestreame für euch, ist hier so ein Router, den ich hier an der Seitentasche habe von Vodafone. Das war ein Werbegeschenk von Unity Media. Und ja, der ist leider schon nächsten Monat abgelaufen. Der hat ein Jahr gehalten und ich wollte eigentlich schon beim Eastrave richtig viel streamen für euch. Deswegen habe ich mir das ganze Datenvolumen aufbewahrt und bei der Affection, bei dem Outdoor Festival, bei diesem Outdoor Hardstyle Festival, wollte ich eigentlich auch streamen, hat auch wieder nicht geklappt und jetzt ist einfach, ja, jetzt ist einfach gerade kritisch, was ich mit den ganzen Daten machen soll, ne? Also ich bin mal gespannt, wie viel ich nach dem Stream hier verbraucht habe. Das ist quasi nur eine Version des Editors, was den ich hatte, genau, ja. Aber ich finde eigentlich, dass es gerade super funktioniert, ne? Also die Videoqualität geht ja auch gerade, oder? 2500 Kbits, nicht die beste, aber es ist stabil. Also ich finde, also solange man ein stabiles Bild hat, ist doch alles super, ne? Was gebrandende Version, Kai? Das Wort kommt nicht von Brand. Gebrandete. Wie viel hast du gerade an Daten? 100 Gigabyte. Wahrscheinlich werde ich am Ende so 6 Gigabyte verbraucht haben. Das ist echt nicht viel. Also, ich denke mal, dass ich noch 10 Livestreams für euch machen kann in nächster Zeit. Also, vielleicht kann man ja am Wochenende auch mal einen Livestream machen. Oder sonst eher, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr weiter Bock darauf überhaupt, Leute. Also, wenn ihr Bock habt, einfach ein bisschen mit mir spazieren zu gehen durch Bochum. Sag mal deinen Facebook-Namen, schreib dir mal. Gebe ich ungern preis. Also auf Facebook heiße ich so, wie ich in Real Life heiße. Das gebe ich nicht jedem so. Ja, wobei, also jeder, der mir, glaube ich, auf PayPal spendet, weiß, wie ich mit zweiten Namen heiße. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde generell, wenn ich da jemanden edde, dann ist das eher privat, weißt du? Es ist einfach ein Privataccount. Sei mir da nicht böse. Sonst, wie gesagt, adde mich gerne auf Discord. Da kann mich jeder adden. Oder einfach mal einen Discord-Server aufjoinen. Auf Twitter kannst du mir schreiben. Instagram. Ich bin da überall da. Kai Max Heunter, genau. Mach den Router leer. Ja, wir können auch die ganze Nacht durchstreamen, weißt du? Wir können auch 24 Stunden iOS streamen. Das können wir auch machen. Ich denke mal, dann habe ich irgendwie 50 GB verbraucht. Das ist echt nicht viel. Vor allem mit den Daten, die ich, also 2500 Kbits, kann ich locker. Wie lange streamen, Jens? Du weißt das, oder? Kai Wasserschüssel. Durch die YouTube-Push-Gruppe. Okay. Ja, dann weißt du doch, wie ich heiße, oder nicht? Ja. Gerade echt ein bisschen zu warm. Das ist das einzige Makro, was gerade ist. Sonst hätte ich weiter Bock noch für euch zu livestreamen. Aber es ist gerade echt warm. Auch im Schatten. Warte, ich rechne eben um für dich. Alles klar. Vielleicht wäre es auch nächstes Mal schlauer, ich habe nämlich noch ein zweites Handy, mein altes Handy, das könnte ich noch verwenden für den Chat, da müsste ich nicht immer nämlich auf meinen Bildschirm hier gucken. Ich habe den Chat nämlich nur relativ klein hier. Und wenn ich dann ein zweites Handy habe, dann kann ich immer separat drauf gucken. Das ist angenehmer, das ist auch nicht immer, dass man so sich nach vorne bücken muss, ne? Das ist auch angenehmer für euch, weißt du, weil wahrscheinlich will nämlich nicht jeder von Weitem begutachten. Von Nahen meine ich, sorry, von Weitem. Digga, ich bin braindead, sorry. Ich hab Corona.
Ja, man sieht deinen zweiten Namen auf Paper, siehst du, guck mal. 24/7 bis nichts mehr geht. 24 Stunden mit 2000. Als ob. Das kann nicht sein. 21 GB nur. Anfrage bei Instagram ist raus. Nehme ich später an, okay? Ich kann gerade nicht im Stream. Also, falls ihr Fragen habt, privat gerne, immer nach dem Stream. Also ich antworte da wirklich sofort drauf. Gut, wahrscheinlich muss ich mich nach dem Stream noch ein bisschen nach Hause begeben. Ich werde ja nicht bis zu meiner Wohnungstür streamen. So viel Privatsphäre muss ja sein. Ja. Wir können auch gleich mal weitergehen. Digga, Alter. What the fuck? Ey, die Bahn. Ey, die ist so voll. Ey, der hält überhaupt gar keine Abstand. Es fahren wirklich so viele Leute gerade mit der Bahn, ne? Und ich habe keinen mit Mundschutz gesehen. Keinen. Keinen. Boah. Okay, also in dieser Bahn. Gut, dass ich nicht mit der Bahn fahre, ganz ehrlich. Also, das ist gerade echt schon kritisch. Vor allem, also es wäre ja schlau, wenn man irgendwie so ein bisschen die Bereiche absperren würde, weißt du, so mit diesen gelb-weißen Banden kennt man ja, wenn man irgendwie so Baustellenbanden kennt ihr, ne? Das wäre vielleicht irgendwie schlau, wenn man das in der Bahn auch machen würde, dass man wirklich so ein bisschen Abstand da hält. Aber egal, die Bahn war gerade ultimativ voll. Okay, aber meint, es wären exakt 24 GB für 24 Stunden. Echt? Nice. Krass. Also das ist echt krass. Die klappen jedes Haus in deiner Stadt, aber irgendwann finden wir dich. Und nehmen dich als Geisel, du weißt bestimmt, wo du wohnst. Oh, fuck. Alter, fast seid ihr umgekippt, ey. Ich habe euch gerettet. Seid zufrieden. Ja, bedankt euch mal, Leute. Ihr seid fast umgekippt. Kai, die Bahn war voll. Die war wirklich voll. Hallöchen, Dustin. Servus, moin. Echt krass. Also, ich würde echt gerade nicht mit der Bahn fahren. Ich habe ja auch kein Ticket. Also, ich habe vor kurzem noch so ein NRW-Ticket gehabt, kann man sagen. War ich schön mobil. Aber jetzt gerade, wo ich nicht arbeite, brauche ich sowas nicht. Aber ich fahre sowieso immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Früher habe ich das nie getan. Früher hatte ich auch einen extra längeren Weg. Digga. Warum fällt denn die ganze Zeit mein Selfie-Stick um? Also der Selfie-Stick ist echt gerade ein bisschen RIP, ne? Ich hoffe mal. Weiß nicht, ob du gelesen hast. Ja, ich habe nicht mal einen Mundschutz. Also es wäre echt schlau, wenn ich mir einen Mundschutz besorgen könnte. Also ich bin da gerade noch komplett ohne unterwegs. Ein paar meiner Kumpels laufen auch schon mit Mundschutz durch die Gegend. Mein Kumpel, der mir auch mal hilft beim Einkaufen, der holt mich auch mal mit Mundschutz ab. Hallöchen Cedric. Mund-Nasen-Schutzpflicht. In NRW nicht. In NRW nicht. Also es gab ja diese Karte, wo gesagt wurde, ja, hier wird Mundschutz da und hier nur da im öffentlichen Nahverkehr. Und in NRW war gar nichts. Krass eigentlich, ne? NRW, das meistinfizierteste Bundesland, und hier ist einfach. Hier geht das in allen am Arsch vorbei. Nee, also einkaufen muss man nicht Mundschutz bei uns tragen. Sitzt du gerade hinter der Hecke? Nein, ich bin draußen. Ich chill hier einfach gerade ein bisschen am Bürgersteig. Meine Lage. Es ist auch wirklich wenig los auf den Straßen. Normalerweise hier, wo ich gerade bin, nach Feierabend, wir haben 16.40 Uhr, ist hier wirklich viel los. Doch, Kai, ab Montag, echt? Ich habe nichts gelesen, also davon. Ich dachte, NRW ist da verschont. Oder, ja, in negativem Sinne verschont. Dann ab Montag auch in NRW. Er ist am Quellenweg. Ach,
Junge. Ja gut, du kannst es ruhig preisgeben. Also es ist ja noch weit weg von meiner Wohnung. Weit, weit weg. Wir wollen die Tennisplätze sehen. Wir können gerne weitergehen, Leute. Ich präsentiere euch das. So, jetzt kann ich auch wieder den Chat lesen, weißt du? Wir sind hier gerade im Schatten unterwegs. Ist angenehmer. Wir können auch gerne mal eine Nachtwanderung machen, Leute. Das können wir auch mal machen. Wir müssen ja nicht immer bei Tag iOS streamen. Ist so, hör auf, Jens. So, ich wechsle mal wieder die Kamera für euch, ne? Genügend meine Fresse gesehen. Geiler Wagen, ne? Ist meiner. Schön dreckig. Waschstraße hat wahrscheinlich gerade auch zu. Ist kritisch für die Leute, die ihr Auto feiern. Guck mal, ein schöner Golf. Ja, ja, wir laufen hier gerade nicht. Also, wir haben wirklich gerade den Außenbereich der Stadt erkundet. Also, das ist noch nicht alles, was Bochum zu bieten hat an Stadt. Also wir sind gerade Nähe Planetarium auch, Bochumer Stadion, also hier ist das, da hinten ist das Ruhrstadion. Gehen wir jetzt aber nicht lang. Wollte ich am Anfang erst mit euch hin, aber dann ja. Hallo Hallöchen Anushka, ich habe den Namen heute das allererste Mal auf meinem YouTube-Kanal gesehen. Ich habe dich noch nie so in den Kommentaren schreiben sehen, aber freut mich, dass du da bist. Willkommen im Stream. Ich hoffe, alles gut bei dir. So, sind wir jetzt an den Tennisplätzen. Wobei, die Tennisplätze kann man nicht sehen. Ne? Also ich sehe gerade, dass da so... Da kann man auch nicht so einfach durchglupschen. Nee. Kann ich das gerne mal zeigen. Seht ihr das so? Bisschen ja, ne? Ja, also das sind so... sind so Wände. Na Jens, dass du das da einfach ausrechnen kannst, ist echt nice. Nochmal Korrektur, 24 Stunden mit 2500 Bitrate sind der Tag 27 GB. Ein Wahnsinnswetterchen, kann ich nur bestätigen. Kann ich nur bestätigen. Guck mal, weißt du, liebsten könnte ich mich auch einfach jetzt auf die Wiese hier setzen. Ich denke mal, wobei, da könnten schon wirklich viele Hunde hingemacht haben, aber es wäre vielleicht nicht so stark. Guck mal, hier sind die Tennisplätze. Guck mal, und da sieht man noch ein bisschen das Stadion. Also eine Flutlichtanlage vom Stadion. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Da könnten wir jetzt hingehen, glaube ich, ne? Wobei, weiß ich nicht. Ne, da hinten ist ein Tor, ne? Da kommt man nicht einfach so durch. Gucke ich auf den Kanal. Komme auch gerade von draußen. Windig und warm. Okay, nice. Freut mich, dass du da bist. Was ist das denn hier für ein Wagen? Guck mal. Alter. Guck mal, und er denkt sich so, er muss unbedingt an mir vorbei mit dem Fahrrad. Habt ihr das gerade gesehen? Was erlaubst du dir eigentlich? Guck mal, der ist einfach mit dem Fahrrad. Guck mal, ich stehe hier. Und er ist einfach mit dem Fahrrad hier vorbeigefahren. Anstatt die Straße zu nehmen, weißt du? Mann. Die schöne Straße. Wieso Wasserschlauch genommen und dann Abfahrt, dann wird die Karre noch sauber. Und du Tennisplätzen besser als Hecken. Nee, ich meinte, du sollst auf Jens führen, null. Ist so, hör auf Jens. Ach so. Nee, meine ich. Dann rechts den Sandweg entlang. Das ist nicht, das ist der Ganghofer, die Ganghoferstraße. Das ist die Ganghoferstraße, wo wir gerade sind. Das war ein Trabant, das Auto. Okay, gut zu wissen. Guck mal, da kennt sich jemand mit Autos aus. Aber fährt wahrscheinlich ein Lamborghini, ne? Lambo, Lambo, Lambo. Dass sowas in Bochum rundfährt, ja. Also, Bochum ist schon eine alte Stadt, ne? Also, gibt schon alte Ecken in Bochum, ne? Also, viele Zechen und so weiter. Also, ich habe schon mal einen Käfer gesehen, auch hier. Einen ganz alten Käfer. Kai, was ist los, Kiro? Was? Push? Kai Spot. Ah ja. Aber in 5 Minuten bin ich ganz woanders, Leute. Ganz woanders. Warte. Okay. Okay. So, jetzt bin ich schon wieder ganz woanders, Leute. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr aufspüren.
Ich hoffe, der Stream macht euch einigermaßen Spaß heute. Also, ich weiß, es ist nicht viel zu entdecken hier, wo wir gerade rumlaufen, aber das ist ja auch gerade besser so, denke ich mal, dass man sich von allem fernhält, ne? Von der ganzen Stadt, von diesen ganzen Pestiziden und was weiß ich alles und da ein Virus und hier ein Virus und da der Marmeladenvirus und ja, keine Ahnung. Bin gleich wieder da, bis gleich, Luca. Man sieht nur den Spot, also nichts komplett sieht oder so, keine Sorge. Ja, gut unterhalten, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Weiß ich sehr zu schätzen, mein lieber Jens. Fühl dich geküsst von mir. 6,7 von 10. Ui. Ah, wenn es mal die 5-Sterne-Bewertung noch auf YouTube geben würde, ne? Vorher gab es ja keine Likes und Dislikes, sondern eine Sterne-Bewertung von 5. Und haben auch ganz viele Leute immer so von 2 von 5 einfach mal hinter ihren Kommentar geschrien. Dann wusste man, ah, der Typ hat einfach mal gerade so viel Sterne gegeben, ne? Ne, 6,73 von 10. Und die Sellerie-Krankheit, ja, generell diese ganze Gemüsekrankheit, ey, fuck you. Wer mag von euch auch nicht so viel Gemüse? Ich muss erst, also, wenn dann gesund Obst. Obst, es muss Obst im Haus sein. Ne? So, ich glaube, jetzt muss ich gleich hier abbiegen, ne? Also, ich bin jetzt hier an der Wilhelm-Ruder-Straße, oder was? Kann es nicht richtig erkennen. Das ist ein ruhiger Parkplatz zum Chillen. Wir könnten uns da echt hinpflanzen, Leute, auf die Wiese, weißt du, aber... Mann, wenn ich den Hund da schon wieder sehe mit der Frau, dann kriege ich zu viel. Dann kriege ich... Sonst würde ich mich da hinchillen. Ja, diese ganzen Hunde, ey. Nee, immer geradeaus. Hä? Wo laufe ich denn gerade entlang? Ich vertraue dir gerade, ne? Ich möchte jetzt nicht hier irgendwie im nächsten Bach landen, ne? Also geduscht habe ich heute schon jetzt. Ich stinke nicht. Ich habe ihn heute Morgen richtig schön mit Deo-Spray eingesprüht. Und jetzt, damit auch wirklich der... Also ich war beim Vorstellungsgespräch heute Morgen. Und damit wirklich der Chef nicht mal die kleinste Duftwolke von mir erleben darf. Also ich habe richtig gut gerochen. Könnt ihr mir glauben. Ja, hier ist echt, wir können uns hier wirklich wieder hinstellen, aber wollen wir wirklich wieder ein Päuschen machen, ey? Genau da entlang. Aber du hast es immer noch nicht gemerkt, dass der rote Chabrier, der so dreckig geklaut wurde, der ist an dir vorbeigefahren. Habe ich nicht gemerkt, Kiro. Man bekommt wirklich nicht viel mit. Du machst gerade einen Blumenkohlauflauf. Achtung, Abstand. Von wem denn? Von wem soll ich den Abstand haben? Hier ist doch keiner. Na gut, links jetzt von mir, aber. Gerade die Flasche leer. Ich muss aber wieder was trinken. Stimmt, also wir könnten gleich ein kurzes Päuschen wieder machen, dann kann ich wieder was trinken. Was ist das denn hier? Ist das ein Parkhaus? Ich glaube, das ist das Parkhaus zum Stadion, ne? Also für die Leute, die... Stimmt, das ist echt, glaube ich, der Parkplatz für Stadionbesucher, ne? Das kann halt echt sein, wo wir jetzt hier gerade sind. Hast du auch einen Anti-Wackel-Modus? Das tut mir leid, also ich bin da. Ich benutze gerade einen Selfie-Stick. Ich habe leider nicht so einen Bundle, weißt du? Also so ein. Nicht ein Bundle, ein Gimbal. Ein Gimbal kostet nochmal 150 Euro, dafür habe ich gar keinen Bock. Und IRL-Streaming wird sowieso nicht bei mir häufig kommen. Ne? Es ist auch schon ein teures Hobby, wenn man draußen streamen darf, ne? Dann ist es nicht mehr so weit zu dir. Nee, ich will nicht. Ich will noch nicht zurück, Bruder. Jetzt Gimbal wäre auch zu anstrengend, okay? Ich wechsle mal wieder die Kamera vor euch. Hier gibt es ja auch nichts zu sehen. Einfach nur ein leerer Parkplatz. Oh, die Sonne. Fuck. Das Stadion hat kein Parkhaus. Was ist denn das für ein Parkhaus hier? Das ist ein Parkhaus. Ja. Aber das ist der Parkplatz zum Stadion, oder nicht? Ich kann mich irgendwann mal erinnern, dass wir hier mal geparkt haben. Ich war früher mal sehr oft im Bochumer Stadion. Hier ist ein schöner Ort da. Geht trotzdem geradeaus weiter, okay. Ich vertraue dir. Päuschen, was soll das? Du bist
70, dann gehst du wohl 20 Meter im Poise. Ich denke mal, mit 70 mache ich keine IRL-Streams mehr. Ich glaube, ich habe daraus gelernt. Wir könnten mal Marmeladen-Oma fragen, weißt du? Ob die mal einen IRL-Stream draußen macht. Gut, der Yannick, der würde natürlich auch die Kamera... Das ist echt praktisch, wenn man einen Kameramann hat, ne? Also, ich beneide da jeden. Nein, der Parkplatz bis der ist der Kirmesplatz. Hier ist Kirmes normalerweise, okay. Gut zu wissen. Kirmes war ich echt lange nicht mehr. Ist auch übelst teuer, ne? Aber wenn ich mal auf der Kirmes bin, fahre ich sowieso nur Autoscooter und sowas. Ich bin sowieso nicht so für wilde Achterbahnfahren und ja. Früher, wo ich noch im Phantasialand war, Black Mamba, natürlich alles durch, ne, also wer weiß, wie oft man die Gelegenheit dazu noch hat, ne. Es war ja Schulausflug und so weiter. Mit meinen Eltern bin ich da nie hingegangen, sondern eher nur Schule und so. Der Parkplatz ist der Kirmesplatz. Ja, ich weiß das, ja. Ich hab's verstanden. Geh mal kurz in den Schatten, Leute. Immer wieder was trinken, ey. Ich hab Durst. Ich muss euch immer abstellen, Leute. Das ist angenehmer. So, ich stelle mal kurz nochmal hin, Leute. Tut mir leid. Der schöne Boden. So, guck mal. Der Selfie-Stick, der kippt einfach immer um, weißt du? Kastorper Straße, da ist Kirmes. Sind wir nicht an der Kastorper Straße? Bochumer Stadion ist doch an der Kastorper Straße. Ist das hier nicht mehr? Wir sind doch hier an der Autobahn. Vor allem, er sagt, es warm, immer noch die Jacke an. Ja, soll ich die? Ich ziehe die Jacke aus. Gut, Leute, ich ziehe die Jacke aus. Ja, ausziehen. Einmal klatschen im Chat. Kai zieht sich aus für euch. Guck mal. Guck mal, was für ein Bizeps, Bruder. Der Bizeps brennt. Geil. Guck mal hier. Dieses ganze Kabelgewirr, Alter. Ich habe immer schon notfalls ein Kabel angeschlossen, falls mein Handy leer geht. So. Viel chilliger und mal 1080p 6K Bitrate probieren. Hier oder was? Ja, ich könnte die Qualität dann echt höher machen, aber es gibt halt immer so dunkle Spots, ne? Darauf stehe ich nicht, wenn es dann auch einmal anfängt zu laggen. Ich krieg da immer schlechte Laune von. Oh geil, die Hose ist auch voll warm. Ja, soll ich die mir die auch rausziehen? Wollt ihr sehen, was da drunter ist? Das wollt ihr gar nicht sehen. Das ist gewaltig. Bist in der Seitenstraße, okay. Ist gegenüber vom Knast. Ach so, ja, ist natürlich auch geil für die Gefangenen, weißt du? Die sehen da Leute, die mega viel Spaß haben auf so einer Kirmes. Und ja. Und die müssen erstmal sitzen ein paar Jahre. Nee, ich morgen bei mir. Ja, ich gucke gerne morgen beim IRL-Stream vorbei. Wann streamst du denn morgen ungefähr? Darunter gibt es auch nichts zu sehen. Wer weiß, wer weiß. Gibt es hier Ladies im Chat? Also. Für manche Ladies wird das ein Träumchen. Gewaltig klein, Lul. Ja, ja. Du mich auch, Luca. Du kleiner Lümmel, du. Hallöchen, Oma Gaming, na? Servus, moin. Wird niemand da sein. Links am Parkhaus vorbei. Okay, okay. Auf Twitch. 9 Uhr morgens. Ach, laber doch nicht, als ob du so früh streamst. Habe ich gar keinen Bock dabei zu sein. Guck mal, ich wollte dich irgendwie supporten und anderen Leuten aussagen, ja, geht mal auf Twitch, aber das lasse ich dann lieber jetzt. Da können sie aber besser nachdenken, was sie verpassen. Hinter dir ist Trainingsgelände. Deine Oma ist hier. Oma Gaming.
Was gibt's denn da so auf, bei Oma Gaming auf dem Kanal? Was kann man sich denn darunter vorstellen? So. Also hier ist... Parkhaus, was ist das denn jetzt hier? Ist echt Trainingsgelände vom VfL wahrscheinlich, ne? Wer streamt so früh? Nee, also da bin ich locker auch noch nicht wach. Vielleicht bin ich da sogar noch wach, weißt du, weil ich die Nacht wieder durchmache. Aber ich versuche gerade meinen Schlafrhythmus wieder einigermaßen hinzubekommen. Letzten Tage war ich auch noch um 9 Uhr morgens wach. Schlimm, echt schlimm. Ey, darf ich überhaupt vorbei hier, Leute? Hier ist eine Straße jetzt. Ich weiß nicht, ob ich hier vorbei darf. Also hier gibt es keinen Bürgersteig. Weiß ja nicht mal. Also da darf ich sowieso nicht vor lang. Fuck. Jens. Jetzt mal ohne Witz, ne? Ich komme hier nicht mehr weg. Aber du bist ja heute Morgen früh aufgestanden. Da backst du 9 Uhr nicht. Da ist ein Bürgersteig, lol. Wo? Wo ist da ein Bürgersteig? Links am Parkhaus vorbei. Hier ist ein Bürgersteig. Aber wenn man hier runter geht, weiter. Okay. Keine Ahnung. Oh, ist schon deutlich angenehmer ohne Jacke. Guter Tipp, ey. Und die Oma ging, nimmt dir dein Handy weg, du Penner. Guck mal, hier ist die Spielstation. Ey, guck mal. Da gehst du doch Spiele, da gehst du immer in die Spiele, ne? Hast doch gesagt hier, der. Wie heißt denn der Typ nochmal? Der Alpaka. Da geht er doch immer spielen, oder nicht? Ich kenne ihn noch von Twitch. Du hattest da. Wer mit wem mehr gespielt? Das war cool. Wann machst du das mal wieder? Wer wird Millionär? Hä? Ich hab da Schlag den Raab. Magst du Schlag den Raab? Wer wird Millionär? Habe ich nie gezockt. For fuck's sake. Hier gibt's kein, also hier gibt's keinen Bürgersteig. Guck mal, da gibt's keinen Bürgersteig. Also du bist an der Spielbank, ja? Genau, an der Spielstation. Ey, also ich glaube, ich laufe jetzt lieber zurück, Leute. Also ich komme hier nicht vorbei. Also nicht, ob das erlaubt ist auf der Straße. Hier ist nichts los. Ich weiß, aber geh links rum. Da sind Schranken. Ja, aber da ist so, wie nennt man das? So, wie so an der Grenze, weißt du? So komische Häuser, wo man kontrolliert wird normalerweise. Ich weiß nicht, ob ich da durch darf. Ich habe keine Drehgenehmigung. Ja, das ist dieser scheiß Stream-Delay. Tut mir leid, Jens. Also ich kann da gerne nochmal hochgehen. Also ich glaube nicht, dass wir da vorbeikommen. Lauf links über den Parkplatz. Geh da entlang. Ich sehe es doch auf Google Maps. Okay, dann gehe ich da entlang. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für das Ordnungsgeld. Ne? Aber das kriege ich ja von dir wieder zurückerstattet, denke ich mal. Du darfst darüber laufen, okay. Also hoch, weißt du, der kennt sich aus. Das ist nur für Autofahrer die Schranken. Ja, ich laufe jetzt da an der Spielestation entlang. Ich mache das jetzt einfach so. Glaub mir, bin da sehr oft. Okay. So. Ta-ta-ta-ta. Passt so wieder. Ja, hier ist auch nichts los. Kein Autoverkehr. Ich kann hier einfach rüberlaufen. Ist überhaupt mal was los? Die andere Sache. Wird die Spielestation hier sehr oft besucht. Als ob du jetzt den doofen Weg nimmst und nicht auf mich hörst. Ja, ich höre mal auf andere Leute, wisst ihr? Ich höre nicht immer auf euch. So, guck mal. Spielestation, Leute. Und hier ist Pure Connection, Alter. Geil.
Hey, wo du laufst, ist jetzt nur Straße, ja egal. Lauf da trotzdem lang. So, poor connection gerade, ne? Das Internet ist wieder kacke. Hallöchen Gamer, falls du mich hörst. Das Internet ist gerade RIP. Ich hoffe, es geht gleich wieder besser. In 100 Meter ist er auf dem Bürgersteig. Jetzt ist alles wieder clean. Safe. Safe. Safe, safe. Also wir sind jetzt... Oh, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin, ey. Wieder. Fuck. Also Jens sagt, ich komme relativ schnell nach Hause. Okay. Gut zu wissen. Ich höre jetzt mal auf Jens. Weil ich weiß gerade wirklich nicht, wo ich bin. Wieso hatte ich nur recht, Herr Haie? Wie kann das sein, ne? Keine Sorge, wir kommen, wir können dich guiden. Du bist am Stadion. Ja, ich weiß, ja. Nee, Stadion ist ja klar. Boah, das Internet ist hier wieder richtig geil, Alter. Starlight Express, ja. Starlight Express gibt es auch in Bochum. Ist das hier? Ist hier Starlight Express? Nee, ne? Nein. Nein, ist nicht, ne? Boah, das Internet, lol. Geht's wieder? Ich glaube schon, ne? Ach, tut mir leid für die kleinen Frame-Drops immer, aber das ist halt deutsches Internet. Hallöchen Oreo, Servus und Hallöchen Gamer, nochmal, Servus, falls du mich noch nicht gehört hast. So, ich hätte mal eine Sonnenbrille anziehen sollen. Ne? So, wo soll ich jetzt lang? Also hier ist eine Stellstraße. Ist das nicht, das ist die Autobahn. Man kann hier auf die Autobahn gehen. Da ist so ein Autobahnsymbol. Du bist, ja, doch links, das rote Haus links. Ach, das ist Starlight Express? Als ob. Tatsache, Starlight. Ruhrkasse, ja. Wenn mal wieder einigermaßen gutes Netz sein sollte. Ah, diese Frame Drops. Bin mal gespannt. Wie der Stream später zu anschauen, wie man den Stream später anschauen kann. Wie geht's, Kai? Eigentlich relativ gut, Oreo. Und selber? Was macht die Kunst? Genießt das Wetter auch draußen? War es heute schon draußen? Alter, ist das komisch. Jetzt geradeaus Delay, GG. Ich laufe jetzt über die Straße, oder was? Bei dir ist so eine Überdachung auf der Straße. Keine Ahnung. Also ich bin jetzt über die Straße gegangen. Mir geht's auch gut, das freut mich doch. Das freut mich. Also ich kann doch mal gerne die Außenkamera anmachen. Hier sind wir gerade. Hier sind wir gerade. Wo? Welches Dach meinst du? Welches Dach? Jetzt links weiter, also hier. Da ist das St. Josef Hospital. Also hier ist das St. Josef Hospital und hier ist auch nochmal St. Josef Hospital. Tatsache, Krankenhaus. Hier ist Krankenhaus. Nix Dach, kein, wie man das nennt. Digga. Ja, da weiter, also hier, okay. Gut. Dann gehe ich nach links jetzt. Und verarsch mich jetzt nicht, ey. Wie, ich soll wieder rechts gehen. Geh andere Seite gerade und geradeaus. Hä, ist doch egal, oder nicht? Hier kann man doch auch entlang gehen, oder? Ach, Tatsache, hier ist echt Starlight Express. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich war mal als Kind in Starlight Express. Kann ich euch gerne mal kurz präsentieren. Da, Starlight Express.
Aber ihr habt da gar keine Ahnung mehr. Wahrscheinlich haben die das Programm auch vollständig geändert. Aber ist wahrscheinlich sowieso gerade zu. Wusste ich gar nicht, ey. Dass Starlight Express in Nähe des Stadions ist. Achtung, Abstand. Gut. Ja, pst. Ich krieg das hin, Jens. Ich krieg das hin. Also, falls ihr gerne Fragen habt, den Chat gerne los. Normalerweise war das hier so ein kleiner Talkstream mit euch. Ne? Du gehst falsch. Wechsel die Seite. Er geht richtig. Das ist ganz schön interessant, hier Leute aus Bochum im Chat zu haben. Laber nicht. Ach Leute, chillt. Wir kriegen das hin. Wie lange bin ich jetzt schon live? 1,5 Stunden. Guck mal, und der Stream ist noch nicht einmal abgekackt. Das finde ich sehr, sehr gut. Also positiv. Positiv überrascht. Und ich glaube, dass wir wirklich wenig Frame-Drops gehabt haben, oder? Dass das Bild sehr, sehr flüssig ist für euch. Ich laufe auch gerade hier wieder. Also ich habe beide Hände am Selfie-Stick, sodass es nicht so viel wackelt für euch. Also ich versuche euch gutes Videomaterial zu bieten, ne? Tja, ein Bochum-Netzausbau ist halt in Ordnung. Ja, also aber da wo ich jetzt, also wo ich angefangen habe zu streamen, nahe meinem Zuhause, also schon ein Stück weit weg, keine Sorge. Also da war das Internet echt beschissen. Also komisch. Also am Anfang des Streams. Gleich rechts. Okay. Digga, wir laufen aber jetzt wieder weiter weg, ne? Das ist dir schon bewusst, oder? Ich möchte jetzt hier nicht 10 Kilometer laufen, wieder zurück. Also hier ist eine Schranke, rechts. Moin Starborn, servus. Digga, ich hebe gerade so viele Leute im Chat, die mir noch... Also Starborn habe ich auch noch nie gehört. Wer auch immer du bist, sei gegrüßt. Geh auf die andere Seite und links ins Stadion. Ja, ich weiß, dass vielleicht Leute wollen, dass ich zum Stadion gehe, aber... Ich habe keinen Bock, wieder zurückzulaufen, okay? Lass uns einfach einen straighten Weg durchgehen. Kein Problem. Er verarscht dich. Geh links, glaub mir. Nein, das ist ein Kollege, ein Real-Life-Kollege von mir. Ich denke mal nicht, dass er mich verarscht. Ja, wir in Zeiten von Corona ist ja Realität, ja. Guck mal hier, beispielsweise, du kennst ja, ne? Irat TV, ne, Jens? Der hat ja auch gerade übel schwer, was Corona angeht, ne? Weißt du? Der mit seinen ganzen Straßenpranks in Essen und sowas ist gerade richtig am Leiden wahrscheinlich, ne? Also es gibt auch wirklich YouTuber, die oder Streamer, die wirklich gerade an ihrer Existenz hängen, ne? Gibt auch Leute, die haben wirklich das vollständige Geld ins IOL-Streaming-Equipment reingesteckt. Ja, Yokai, was geht? Was machst du gerade? Oder besser gesagt, wo gehst du hin? Ich laufe hier ein bisschen in Bochum mit euch rum. Ich bin gerade hier am Bochumer Stadion, näher Bochumer Stadion. Ja, und lauf ein bisschen rum und quatsch mit euch. Hab dich mal beim Markerzocken gesehen, du hast mit verbundenen Augen gespielt. Sensationell. Ah, das ist nice. Ey, das ist echt geil, dass mich noch Leute schon so lange kennen. Ne? All diese Mario Kart wie Blindzeiten, das ist auch schon übelst lange her, aber das muss ich mal wieder machen, ey. Das mache ich manchmal im Livestream. Also, wir hatten das zu Silvester gemacht als Special. Da waren zwei Kollegen bei mir zu Gast und da haben wir einfach mal gemacht, wer weiterfahren kann. Ne? Also. Und dann haben wir immer so uns Punkte gegeben und so was. Also das wird vielleicht mal in Zukunft wieder kommen. Oder vielleicht auch irgendwann mal als, ja, Let's Together oder wie auch immer man es nennen soll. Wenn ich stehen bleibe, lese ich gerade den Chat, Leute. Der Chat ist halt ultra klein bei mir in der App. Wir machen das Wettervideo. Ich bin dabei, Luca. Also... Ich bin da echt gerne dabei. Aber
Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ein bisschen. So, was ist das denn hier? Ach, das ist der Ruhrkongress, was auch immer das ist. Kann ich euch nichts zu sagen, Leute. Also ich bin kein Stadtführer, aber trotzdem präsentiere ich euch ein bisschen hier. Ja. Contentfreien Inhalt. Da warst du noch ein kleiner Stinker, lol. Wetten, du bist auch noch ein kleiner Stinker? Halt mal dein Maul. Es gibt doch viele Kinder, die Mario Kart Wii zocken, so ist das nicht, ne? Also, die Mario Kart Wii Community ist jetzt nicht erwachsen geworden. Was gleich links wäre für den Rückweg langsam gut. Aber dann komme ich doch jetzt am Stadion vorbei, oder nicht? Ach, und jetzt soll ich zurücklaufen. Boah, ich dachte, jetzt bin ich in 5 Minuten zu Hause, ey. Fuck. Okay, dann laufe ich jetzt hier über die Straße, ne? Ich bin ein Großer, okay? Ja, hoffentlich benutzt du Deo, Alter. Ja, moin. Servus, moin. Ich bin Fame. Ich habe 100.000 Abonnenten auf YouTube. Ich bin richtig Fame. Guck mal hier. Guck mal. Die sollen sich mal geehrt fühlen, dass ich deren Autos präsentiere im Livestream. Die sollen sich mal nicht so anstellen, weißt du? Ich denke mal, dass sowas heutzutage vollkommen normal ist. Das ist doch normal. Großer Stinker. Ich bin auch... Achso. Habe ich schon gelesen? Ja. Jetzt habe ich nichts mehr überlesen. Falls ich was überlesen haben sollte, gerne nochmal in den Chat schreiben, okay? Also, es ist halt so. Ey, wir sind wirklich am... Ey, komm, jetzt können wir... Ey, Leute, da ist das Stadion. Wollen wir... Also jetzt gehe ich, glaube ich, wirklich zum Stadion, oder? Wollen wir das Stadion jetzt wirklich mal kurz begutachten? Hat Mama. Guck mal, da ist das Stadion. Da ist es. Straße links rein. Ja, du willst zum Stadion, wir gehen zum Stadion. Da ist nichts los. Da ist vollkommen ruhig. Es gibt sogar ein paar YouTuber, die auch so welche Stadion-Vlogs machen in Bochumer Stadion. Habe ich mal einfach mal aus Interesse gegoogelt und ja. Finde ich nice, weißt du, wenn so aus der nahen Umgebung irgendwelche Leute herkommen, die auch YouTube machen. Ne? Du musst da lang, Stadion. Ja, hier ist wirklich nichts los, Leute. Also ich denke mal, dass wir hier schon ungestört sind. Ich zeige euch nochmal das Stadion. Das muss man jetzt zeigen. So, guck mal, wie ruhig das hier ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Guck mal. Bye bye, Blue. Ich bin da mal weg. Wir sehen uns gleich bei Rocket League Turnier. Machst du wirklich mit beim Rocket League Turnier? Also wenn ich eins mache, dann können wir gerne zusammen auch ein 2v2 machen. So. Nein, ich muss da echt entlang. Ja, ich bin doch hier. Also. Genau, und hier beende ich den Stream. Macht's gut, ciao. Wir können auch hier den Trampelpfad laufen, da wo der Shop auch ist. Können wir mal vorbeilaufen. Rundsporthalle, da war ich auch noch nie drin. Was auch immer da stattfindet. Interessiert sich jemand von euch für Fußball? Was für ein Fußballfan seid ihr? Bin mal neugierig. Sind jetzt eigentlich 20 Minuten. Ja. Geht schon klar. Ich schaff das schon. Ich bin schon stark. Also ich habe genügend Kräfte. Ich hab gut gegessen, gut gefrühstückt. Wobei eher weniger. 2 Brötchen. Ich muss mal wieder Spiegelei machen. Oder generell irgendwas. Also Rührei, Spiegelei. Das fehlt mir immer so zu einem guten Frühstück.
Nein, kein Fußball. Okay. Alles klar, alles klar. Boah, ist das ruhig. Fuck. Guck mal. Da sind so die Eingänge. Das ist auch hier die VIP-Loge, glaube ich. Mein Vater hatte mal VIP. Kann ich mich dran erinnern. Ey, das Internet ist wirklich gut ausgebaut, ne? Wahnsinn. Ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ich, wo ich im Stadion war, immer Netzeinbrüche hatte. Also mit meinem ganz alten Handy noch, ne? Kann natürlich alles verbessert worden sein. So, hier ist der Fanshop und sowas vom VfL. Geil, geil. Alles überteuert. Lieber Easterwave-Merch kaufen. Kauft euch lieber Easterwave-Merch. Gruselig, gleich kommen die Zombies am Zaun. Ja, das ist halt echt gruselig. Hier, guck mal. Also wenn man jetzt hier so reinguckt, das ist halt ja, hinter Gittern sind die ganzen Zombies. Stadion ist immer gut ausgebaut wegen der Menge an Leuten. Ja, da müsste man mal einen Livestream machen, weißt du? Während jemand spielt. Vielleicht machen wir das mal irgendwann. Mal schauen. Vielleicht hole ich mir echt mal irgendwann ein Ticket, weißt du? Dann Live-Stadion-Feeling, weißt du? Alter, ey. Ist das krank. Es ist echt ruhig. Oh. Und hier zieht nur so ein bisschen der Wind durch, weißt du? Ach, hier ist ein Souvenirstand. Okay. Scheppig sein sollte für euch. So, und hier nochmal. Ah, jetzt kann man auch mal ins Stadion reingucken. Guck mal, stimmt. Hier ist ja so ein kleines Eck, wo man reingucken konnte. Oder wo halt immer so ein Krankenwagen wahrscheinlich geparkt wird. Kann man so ein bisschen durchgucken. Lost Place rechts. Ja, ich wollte das mal kurz zeigen, Leute. Tut mir leid, wir machen eine Stadtrundgang. Siehst du, da siehst du so ein bisschen die Tribüne und den Rasen. Ja, geil, ne? Rechts, ja, ich weiß, wo ich bin. Guck mal, die Jungs von der Gastropa Straße. Tja, also man muss ja echt zugeben, bin mir echt mal gespannt, wie das ist, eigentlich für den VfL, ja, nach der Corona-Krise wieder Spiele zu veranstalten. Wahrscheinlich machen die, also die machen hier ultimativ Verlust, denke ich mal. Es wird wohl noch eine Weile leer bleiben. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Das ist halt echt zu ruhig, ne? Guck mal, wir haben mitten in der Woche. Aber es laufen hier wirklich ein paar Leute entlang. Ich hätte nicht gedacht, also dachte, dass es hier wirklich lediglich eine Person war, aber hier gehen Leute echt spazieren, ne? So am Stadion vorbei. Wahnsinn. Aber gut, dass sich die Leute überhaupt bewegen. Also normalerweise ist es bei der Menschheit schon sowieso langsam angekommen, dass jeder nur vor der Glotze sitzt und sowas. Wenn man sich ein bisschen bewegt, bleibt man auch fit. Ich mach mal ein kurzes Päuschen wieder. Hallöchen Sven, servus, moin. Abstand halten. Jetzt ist sogar mein Bruder hier. Ein Grüße aus Castro. Ja, Grüße zurück. Ich hoffe, deine neue Wohnung gefällt dir. Und du hast dich gut eingefunden. Oh. Kann ich euch wieder hier hinstellen? Das hoffe ich. Ja, geht einigermaßen. Ich hoffe mal, der Wind bläst euch wieder nicht um. Da kann man kurz mal hier entspannen, denke ich mal. Bei der Ruhe vor allem. Es ist echt total ruhig. Sven und Jens, ich glaube, ihr habt euch noch nie gesehen, ne? Ich glaube noch nie, ey. Rocket League, Digga, ich bin immer noch unterwegs und wahrscheinlich werde ich jetzt noch ein Stündchen live bleiben, ey. Ich bin 20, 25 Minuten von zu Hause entfernt. Jo, alles gut, danke. Freut mich doch.
Ja, ich habe mir auch noch meinen Internetruder. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und dachte mal, einfach ein bisschen hier durch die Gegend zu laufen, ein bisschen spazieren zu gehen. Klingt doch eigentlich ganz nice. Jetzt seht ihr mich so schlecht. Ne? Soll ich euch mal vielleicht woanders positionieren? Hier oder so? Kann ich so machen, ne? Guck mal, ist doch besser. So, guck mal. Was? Bau mal einen Spliff? Was? Was laberst du? Was für ein Spliff, ey. Boah, wieder windig. Oh Gott. Das ist der Fußballgott. Der ist sauer, dass hier keine Spiele mehr stattfinden. Wahnsinn. Boah, ich muss mal wieder echt zum Friseur, ey. Sehr gut. Es hält, es hält, es hält. Der Selfie-Stick macht Fortschritte. Er fährt nicht mehr um. Was ist denn ein Spliff? Habe ich noch nie gehört. Kann mir das jemand mal beschreiben? Ich glaube, ich mache gerade so ein bisschen den müden Eindruck im Gesicht. Das kommt aber auch deswegen, weil ich um 7 Uhr aufgestanden bin. Also, hätte Vorstellungsgespräch heute Morgen. Ich bin K.O. Ja, und das Vorstellungsgespräch, das ging 10 Minuten, weißt du. Ich dachte so, letzte Vorstellungsgespräch ging 45 Minuten. Konntest du jetzt wieder damit rechnen, dass es so lang geht, aber ja. War relativ kurz, gab nicht viel zu erzählen, nicht so viele Fragen vor allem. Also ich hasse generell Vorstellungsgespräche, wo so der Chef dich vollkommen ausfragt, ja, wo liegen Ihre Stärken, wie sind Sie durch uns aufmerksam gemacht worden, was ist unsere Lebensgeschichte, weißt du, so unser Lebenslauf von unserem Standort und ja, weißt du, was ich denke, Geier. Achte Mal geht's wieder los mit Fußball, aber ohne Zuschauer. Das glaube ich auch. Oh, was sagt der Akku? 30%. Ich muss langsam anschließen, glaube ich. Das Kabel. Ich hoffe mal, das lädt auch auf. Ey. Ich habe nämlich so ein Verlängerungskabel angeschlossen und da dauert es immer ein bisschen länger mit dem Aufladen. Den ganzen Tag Hai war, genau. Ich sehe echt auch vielleicht ein bisschen Hai aus in der Kamera, ne? Und wie lief es letztens? Was meinst du, bei mir jetzt oder bei Agent Boy? Auch nur so, was macht der Typ da? Hat der nichts Besseres zu tun an einem, was haben wir? Montag? Was haben wir? Donnerstag? Was haben wir heute für einen Tag? Fuck. Donnerstag. Wir haben heute Donnerstag. Guck mal. Donnerstag. Der Dönerstag eigentlich normalerweise bei mir. Da wird immer normalerweise Döner bestellt, aber heute nicht. Achso, Vorstellungsgespräch. Ja, ich hatte heute Vorstellungsgespräch. Lief gut, also. Ja, war mein erstes. War mein erstes seit, ja, seit 4 Monaten, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Also ich habe wirklich schon so viele Bewerbungen geschrieben, aber im Moment bekommt man einfach gar nichts zurück. Das ist einfach mies. Mittwoch, wir haben heute Mittwoch? Laber nicht. Ich gucke jetzt nach. Wir haben heute Mittwoch. Oh nein, wir haben tatsächlich Mittwoch. Fuck. Ja gut, dann habe ich ja noch mal Glück gehabt mit dem Dönerstag, ey. Ich gönne mir jetzt ein Schokohörnchen, ich habe Hunger. Ich war heute frisch beim Bäcker, Leute, pass mal auf. Guck mal, frisch vom Bäcker, Leute. Ein Schokocroissant, frisch gebacken. Hol dir doch einen Döner. Nee, das geht ja nur... Ich gehe gerade in gar keinen Imbiss drin, in dieser Zeit gerade. Ich bestelle mir gar nichts zu nach Hause. Ich gehe nicht zu Mc's, ich gehe nicht zu KFC, nirgendwo hin, ey. Ich habe einfach nur Todeslangeweile und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich gerade live bin, ey. Aus Langeweile. Hm. Wenn du nur noch zu Hause sitzt, hilft nur noch Streaming. Das ist so eine Verarsche hier, guck mal.
Dieses Schoko-Croissant ist wahrscheinlich zu 5% mit Schokolade befüllt, ey. Da ist kaum Schokolade drin. Das ist so eine Verarsche. Die Schokolade ist auch das teuerste von dem Croissant hier wahrscheinlich. Verarsche pur. Nuss XXL-Döner mit Lamm, Rot, Weiß, allen Soßen und Zwiebeln. Bei mir kommt nicht so viel auf den Döner, muss ich ehrlich gestehen. Ich mag nicht so viel Gemüse. Ich mag keine Tomaten. Ich mag nicht mal Zwiebeln auf den Döner, keine Ahnung. So auf Gyros, da gehören Zwiebeln drauf beispielsweise. Ja, ich glaube dir, es ist in Ordnung, sich einen Döner zu holen, denke ich mal, aber ich bin zu faul, da hinzulaufen. Also bestellen kann man sich da schon nach Hause, aber man muss das Ganze online bezahlen. Darauf stehe ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich gebe lieber dem Edigen das Geld persönlich in der Hand. Rot-Weiß ist ohne Tomaten, nie gegessen. Ich kenne Pommes rot-weiß. Mit Ketchup und Mayo. Guck mal, die haben hier nicht mehr Mülleimer aufgebaut, ey. Wahnsinn. Da hinten sind die Mülltonnen eingesperrt. Wahrscheinlich für das nächste Spiel. Was in einem Jahr stattfinden wird, gefühlt. Und hier ist ja kein Mülleimer, kann man nicht wegwerfen. Nehmt eure Müll gefälligst nach Hause, ey, denken die sich so. Rotkraut und Weißkraut plus Zwiebeln. Nee, Krautsalat mag ich auch nicht. Ich bin schon ein komischer Mensch. Muss man nicht verstehen. Hallöchen, Mr. Cap, servus. Habt ihr Bock, dass ich den Livestream später auf öffentlich stelle, falls man sich den nochmal angucken will, in naher Zukunft? Bin mir noch nicht so... Also wenn wirklich der Livestream bis zum Ende flüssig läuft, werde ich das auf jeden Fall machen. Sonst ist es natürlich auch eure Entscheidung. Mach mit Bacon Cheeseburger. Du ernährst dich komisch, ja. Ohne Witz, ich bin halt echt ein fauler Mensch. Ich gebe das zu, ich esse sehr, sehr viel Tiefkühlscheiße. Ja, bitte? Okay. Ich denke mal schon, dass man sich so, dass so die IRL-Streams auch schon ziemlich interessant ist, weil man sich so gerne an sowas zurückerinnert. Besonders an dieser Zeit, die wir jetzt gerade hier haben, weißt du? Wahrscheinlich in einem Jahr ist das Ganze hier mit Corona vorbei und dann denkt man sich so, boah, vor einem Jahr. Gucken wir uns mal dieses Video an. Guck mal, da war es so leer auf den Straßen. Nix los. Klar, kannst du machen, ja. Also, falls, wie gesagt, falls man sowas, irgendwas verpasst haben sollte hier oder falls hier vielleicht ein Highlight gleich noch entstehen soll, da kann man wirklich auch mal so einen Stream auf öffentlich schalten, nachdem man aufgehört hat. Naja. Ja, wir haben ja echt noch einen weiten Nachhauseweg, ey. Ich muss auch langsam aufbrechen. Ich will noch vor Dunkelheit zu Hause sein. Aber ich muss das jetzt langsam mal an Strom anschließen. Ihr werdet jetzt elektrisiert, ey. Das Kabel raus. Ich hoffe, das lädt auch auf, ey. Ich muss darauf achten, dass das Handy nicht leer wird. So. Okay, dann mache ich mal wieder hier die Übertragung. Die Helligkeit ein bisschen heller. So, mich folgen gerade ganz viele Leute auf Instagram. Oder haben eine Anfrage geschickt. Nehme ich später entgegen. Ne? Also alles, was an Nachrichten privat rankommt, auf Discord, auf Twitter, auf Instagram, werde ich alles später lesen. Rede geht gerade sehr schlecht. Bin wie gesagt schon morgen gegen 9 Uhr live, muss noch viel zu tun danach. Aber was machst du da? Also wo gehst du morgen so entlang? Gehst du auch so in deiner näheren Umgebung durch die Gegend?
Oder fährst du morgen irgendwo hin mit einem Auto oder so? Oder bist du überhaupt noch mit einem Auto gerade unterwegs? Und wie geht's dir eigentlich jetzt, Jens? Also du hast ja gesagt, dir geht's irgendwie übelst beschissen. Hast Kopfschmerzen und sowas gehabt. Geht's dir wieder besser? Weil du hast mir da überhaupt gar keine Informationen mehr gegeben. Naja, nicht, dass es dem armen Jens schlecht geht, ey. Die WOD wird ja dann eh verfügbar sein. Ja, ich will aber schon live dabei sein, ist schon besser. Ne? Also. Besonders im IOL-Stream. So, hier ist eine Tankstelle, genau. Hier holen sich immer ganz viele Fußballfans ein Bier vom Spiel. So, und hier sind wir nochmal an vorderster Stelle im Stadion. Und wieder an der Hauptstraße. Ja, geht so, bin etwas energielos aktuell. Ja, wie gesagt, falls es mit dem Stream morgen nichts wird, habe ich vollkommenes Verständnis bei dir. Also mach dir da jetzt keinen Kopf drum. Aber geht dir schon ein bisschen besser oder noch schlechter? Mich freut gerade echt, dass so viele Leute gerade zuschauen, ey, Wahnsinn. So interessant hier durch die leeren Straßen zu fegen, weißt du? Geht, okay, alles klar. So, was sagt der Akkustand? Immer noch 25%. Ich hoffe nicht, dass der jetzt leer geht, ey. Frühjahrsmüdigkeit schwankt immer sehr, vor allem auch psychisch, okay. Wollen wir den gleichen Weg zurückgehen oder wollen wir einen anderen Weg einschlagen? Ich bin mir unsicher. Man könnte auch einen schnelleren Weg nach Hause laufen, aber... Und Schlüssel. Ne, wenn ich jetzt darüber gehe, Jens, dann dauert es noch länger. Also wir sind jetzt hier im Gefängnis. Wenn ich jetzt rechts gehe, dann nee. Also ich gehe jetzt auch langsam mal zurück, Jens. Also, vielleicht soll es ja auch irgendwann mal gut sein heute. Man hat sich schon zu lange in Gefahr begeben. Heute. Und hier ist wieder gutes Netz, das weiß ich. Hier bin ich schon vorbeigelaufen. Links hatten wir gerade hier die Ritterburg. Wo man normalerweise kurz vor Fußballbeginn noch sich eine Currywurst, Pommes und was weiß ich alles reinschaufelt. Sicher, oh ja. Ich weiß, wohin das da geht. Da geht es zu einem mega großen Friedhof. Und ich weiß nicht, ob ihr Bock habt auf einen Friedhof-Stream. Also so weit ist es noch nicht gekommen. Digga, what the fuck? Digga, was macht der denn da? Dachte sie sich so. Die alte Oma hat mich gerade angeguckt, wie sonst was. Internet. geile Leute. Internet, ja, ja, ja. Indisch. Arbeiten wahrscheinlich hier im indischen Microsoft Support. India. Internet. Wenn du mal wüsstest, auf was manche Leute alles Lust haben. Auf was denn, hä? Dann habe ich gerade falsch geschaut, sorry. Rechts kommst du nach Altenbochum. Ja, da ist aber auch so ein Friedhof, so einen großen Friedhof. Ja, will ich jetzt nicht hin. Ist das eigentlich hier, was ist das hier für ein Spot eigentlich? Ist das hier von Vodafone Unity Media? Also ist es deswegen, dass ich hier so ein gutes Internet habe? Ich habe keine Ahnung, was das für ein Mast ist. Ne? Wahrscheinlich auch Telefon oder keine Ahnung. Rocket League, nein, immer noch nicht. Sind jetzt noch 10 bis 15 Minuten zu Fuß bis zu dir. Ich weiß, ja, ja. Normalerweise könnte ich hier gleich schon irgendwo einschlagen, aber mache ich noch nicht. Wir laufen noch ein bisschen durch die Gegend.
Wobei, wir könnten uns auch mal vielleicht wieder von der Menschenmenge. Hauptfriedhof in Altenbochum, genau. Der Bochumer LTE-Turm. Also ist das ein LTE-Turm, okay, gut zu wissen. So, hier haben wir hier Tango La Boca, Schule für... Was? Tango? Nee. Tango? Nein, danke. Eher Jumpstyle. Jumpstyle ist geiler. Wer braucht schon Tango? Oh, ist der Easter Wave. Hier ist der Easter Wave. Guck mal, der Kiosk hat auf, okay. Wusste ich gar nicht, dass die offen haben dürfen. Was? Drei Wetter tough, die Frisur hält? Ja, ich hoffe mal, dass meine Frisur hält, ne? Nicht, dass mir irgendwie die Haare abfallen. Ich habe echt schon ein bisschen Haarausfall. Ich hoffe mal, das geht klar. Boah, hier ist eine echt enge Straße, ne? Wahnsinn. Also hier würde ich nicht so gerne wohnen wollen. Bin ich auch ziemlich abgerockt hier. Guck mal, hier ist ein Imbiss. Der hat zu wahrscheinlich. Döner, Junge. Nein, kein Döner. Machen wir erstmal gleich zu Hause vielleicht Spaghetti, Carbonara oder Bolognese. Mal schauen. Oder machen wir irgendwelche Schnitzel, anbraten. Unschlüssig. Dank. Nee, das geht nicht. Also, ich bin gerade unterwegs, Kevin. Der Bot ist gerade die ganze Zeit nicht da. Ich hätte sonst meinen PC anlassen müssen, aber darauf habe ich keinen Bock auf die Stromverschwendung. It's a slam dunk. Guck mal. Weißt du, wenn jemand Auszeichen Dank in den Chat macht, mache ich einfach It's a slam dunk. Ich könnte es auch als sein. Ich bin der perfekte Ersatz. Egal, hier ist aber... Guck mal, hier ist echt ruhig gerade, ne? Also hier wird es wieder schöner. Also gerade eben der Anfang der Straße war ziemlich abgerockt. Komisches Eckchen. Hier war ich aber auch noch nie, wo ich hier gerade herlaufe. Ich glaube, ich hoffe mal, dass wir auch gleich irgendwie wieder zurückkommen, ne? Dass wir uns nicht verlaufen. Hier habe ich gar keinen Bock drauf. Boah, Motorrad bin ich immer früher mit meinem Vater gefahren, ne? Motorrad ist echt geil. Bei so einem Wetter vor allem Ding. Geh Pennymarkt und mach mal Drunkstream. Bin ich so wie du? Nein. Getränke Sofortlieferung, guck mal. Die bestellen sich erstmal Getränke nach Hause, ey. Was ist das denn hier für ein Renault? Okay. Ja, der Wagen sieht ziemlich sexy aus. Okay. Wer hat denn später noch Lust von euch auf einen Gaming-Stream? Irgendwas später zusammen zocken? Ich bin mir nicht sicher genau was. Aber... Sind denn noch darauf Bock oder eher nicht so? Oder lieber morgen ganz gechillt, so gegen Nachmittag schon live sein und ein etwas längerer Gaming-Stream. Boah, ich sehe echt müde aus im Gesicht, ne? Vielleicht wäre es auch besser, wenn ich echt nicht allzu lang mache heute. Dass mir auch mal ein bisschen Ruhe gönne. Montag heißt es wieder auch erstmal Bewerbung schreiben. Ey. Guck jede Woche nämlich am Montag mal rein in die letzten Stellenanzeigen, die geschrieben worden sind. Ein Drunkstream 1 in den Chat. Ah ja, okay, alles klar. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, oder? Dass das keiner will. Digga,
14 Zuschauer? Are you serious? Okay, 14 Zuschauer, das muss man auch erstmal machen, weißt du? Man läuft hier ein bisschen durch die Gegend, die Frau guckt mich auch an, weißt du? Was machen Sie da? Ich sitze hier auf dem Fahrrad, was machen Sie da? Was macht der denn da? Er spricht mit seinem Handy. Was ist das denn für einer? So denkt die sich. Was, hör da nicht hin, Kai? Nein, ich bin auch einer, der kaum trinkt, also. Also mein Alkoholkonsum habe ich schon wirklich im Griff, ne? Das könnt ihr mir glauben. So einer bin ich nicht. So, kann man hier rechts gehen? Ich glaube schon, ne? Mach das nicht, du hast doch ein Vorstellungsgespräch. Nein, ich habe bis jetzt noch kein weiteres Vorstellungsgespräch. Ich habe bis jetzt nur eines gehabt. Ich habe da jetzt am Samstag Probearbeiten. Und ja, mal gucken. Ah, hier ist das Internet echt lost, ne? Jetzt kommen wir schon wieder in diese scheiß Gegend, ey. Fuck you. Nee, ich hab nicht mal einen Penny bei mir in der Nähe hier. Sei unbesorgt. Ja, ich hoffe, dass das Internet jetzt wirklich mal ein bisschen standhält, ey. Mann. Die Gegend ist echt kacke zu streamen. Also man merkt langsam, wenn man sich so von dem Public Spot entfernt, dass das Internet hier nicht mehr alles mitmacht, ne? Aber gut zu wissen, wenn man mal eine Nachtwanderung macht, ne? Ob wie das Internet hier ist. In der Nähe. Nachts ist ja sowieso alles dunkel. Da kann man ja streamen, wo man will. Geh halt Kiosk. Nein, Digga. Geh mir nicht auf die Eier. Wahrscheinlich bist du sowieso in so einem Internet-Troll nur. Weil du schreibst immer nur Blödsinn in den Chat. Guck mal, der kennt mich, den Namen kenne ich noch von der Artikel 13 Demo. Das ist auch schon ein Jahr her. Seit einem Jahr trollst du mich hier im Internet. Was ist dein Ziel? Oh. Die Hände machen wieder schlapp, ey. Aua. Ja, was ist das hier für ein Weg, ey? Geht man jetzt gleich wieder unter der Autobahn hindurch? Kann gut sein, ne? Dass da gleich wieder ein Tunnel kommt. Der bringt dich nur auf dumme Gedanken, ja. Ah, mach ich nie im Leben sowas, also. Ich bin schon ein anständiger Junge. Ich habe eine gute, wie nennt man das? Eine gute Erziehung hinter mir. Alles super. Ich weiß schon, was man darf und was nicht. Wer hat denn Bock eigentlich in den nächsten Tagen nochmal auf einen IRL-Stream, Leute? Also, dass man wirklich nochmal rausgeht, eine andere Route läuft. Wer hat nochmal Bock, mir dabei zuzusehen, wie ich hier durch die Gegend laufe? Er hat eine gute Flashlight, ah ja. Verstehe, was du meinst. Alter, ich hoffe mal, hier bricht das Internet wieder nicht zusammen. Bitte nicht. Bitte nicht! Nein, bitte nicht! Oh, mein Handy-Akku geht tatsächlich alle, ey. Der lädt nicht mehr auf gerade. Irgendwie zieht das Streaming gerade zu viel Handy-Akku. Lauf um den Chemnader, 10 Kilometer. Ich muss erstmal zum Chemnader kommen, ich habe kein Auto. Spiel Pokémon Go dabei. Ich habe Pokémon, also ich könnte nächstes Mal einen Pokémon Go-Stream machen, weißt du? Aber das Problem ist halt, dass das Ganze im Hochformat dann ist. Aber hier gibt es auch nichts zu kriegen, weißt du? Die nächste Arena ist auch in
Ja, hintersten Viertel. Schnell, die Corona-Luft klaut dir den Akku. Ey, wir sind hier im... Das muss man wirklich lassen. Das Internet ist hier unter dem Tunnel stabil. Ja, auf jeden Fall ist mal was anderes und tut dir bestimmt auch gut, ja. Na, solange ich mal noch das Internet habe, die 100 GB, kann man die auch auf jeden Fall verblasen, ne? Das ist ja hübsch da. Hier angemalt, oder was? Willst du die Zeichnung mal genauer anschauen, betrachten? Guck mal, hier ist ein SpongeBob. Ah, es wurde leider... Also ich finde ja sowas von... Ja, diese ganze Wandmalerei, das finde ich eigentlich ziemlich nice. Aber weißt du, dass was behindert ist? Einfach, wenn da irgendwelche Vollidioten unterwegs sind und da nochmal Graffiti übersprühen müssen, ne? Also das ist ja eigentlich schon wirklich krasse Kunst, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Wen kenne ich denn noch so hier? Der sagt mir auch irgendwas. Wer ist denn das? Aber sonst... Hier Prinzessin Lilifee wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit diesen ganzen Kindheitszeug nicht. Oh, SpongeBob kenne ich, aber sonst... Der hört schon wieder auf. Kein, Schlüssel, wie macht man Schraubenschlüssel hinter Nick? Das ist ein Moderator bei mir. Jens passt auf den Chat auf. Twister. Naja, der regelt alles für mich, wenn ich unterwegs bin. Weil ich kann hier niemanden bannen, beispielsweise, wenn hier jemand irgendwie reinkommt und trollt. Ist immer gut, wenn man Moderatoren hat, ne? So, wollen wir noch ein Ründchen laufen, Leute, oder wollen wir irgendwann mal gleich den Stream beenden? Ich weiß nicht. Habt ihr noch Bock auf eine Runde? Wir müssen das jetzt mal langsam entscheiden. Ich kläm die Frauen. Die war aber auch gerade heiß, Alter. Will mal sagen, guck mal hier. Sie fährt leider von mir davon. Was soll ich machen? Nein, komm zurück. Liebes, komm zurück. Jo, extra Runde. Ja, wir können gerne noch ein bisschen streamen, aber... Der Akku, also ich muss gucken, dass... Wie mache ich das am besten? Fuck! Ich habe hier nämlich so ein Verlängerungskabel angeschlossen. Aber leider... Leider lädt mein Handy währenddessen nicht auf, ey. Das Verlängerungskabel ist, glaube ich, schon ein bisschen zu alt. Keine Ahnung. Mal gucken, wenn es wirklich gleich brenzlig wird. Wie gehen wir denn jetzt am besten? Was ist denn da? Ich war da noch nie oben, ey. Rocket League, please. Ja, ich bin noch draußen. Genieß es doch einfach, dass ihr in der Frisch... Ich denke ich mal, ich gehe jetzt einfach rüber. Ich habe keinen Bock, den Schalter zu drücken, weil da sind wahrscheinlich Coronaviren drauf, ne? Also ist es nicht so schlau. Was auch immer hier ist, ey. Sieht spannend aus. Und Treppen laufen, ja. Ich erklimme vor euch die Treppen. Digga, wir haben gleich schon 18 Uhr, ey. Und ich soll noch Rocket League streamen, ey. Fuck. Fuck my life. Ihr habt ja auch Einfälle, ey. Was ist das denn hier, okay? Ist nochmal so eine Gegend hier. Und hier ist pure Connection, Alter. Weißt du, man kommt raus aus dem ganzen Waldgebiet, auf einmal ist hier pure Connection. Guck mal hier vorbei, nee, ne? Hier ist einfach so ein Rundweg, okay. Du hast ja Zeit, ja, ich hab Zeit. Ich meine, sonst macht man einfach ein bisschen... sonst macht man einen Rocket League morgen lieber. Was, Laurin, Alter? Hey, warum läuft sie weg? Die ist ja heiß gewesen. Hallo. Guck mal, da begrüßt euch jemand im Stream. Laurin. Laurin. Komm zurück. Alter, Digga. Die ist wahrscheinlich an Corona gerade erkrankt, wegen den Typen.
Ich bin clean. Ich schwöre. Ich habe kein Virus. Ich habe nur den Technovirus. Den Technovirus. The Virus. Kevin weiß wahrscheinlich, worauf ich anspiele. Lauren. Digga, was ist das denn für ein Affe, Alter? Lauren heißt sie doch wahrscheinlich. Der hat doch Lauren gesagt, oder nicht? A-U. Lauren kenne ich gar nicht. Kai Lauren, ach so. Ich heiße Lauren. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich wirklich so heiße. Ach ja. Da, 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 da. Naja, ich hoffe, ich konnte euch einiges heute Spannendes präsentieren. Guck mal, erster iOS-Stream und sofort zum Stadion gelaufen. Wahnsinn. Lauren, was? Schlumpftechno? Nein, das ist kein Schlumpftechno. Das ist feinste Musik. Besser als Schlager und sowas. Ganze Rap-Scheiße. Bei Lauren. Ja, die ist weiter weg. Meine Lauren, ey. Wollte sie gerade noch knuddeln, weißt du, und jetzt auf einmal ist sie fort. Cool. Ich glaube, der hat gerade nochmal gerufen. What the fuck? Wie weit hört man den? Dumm. Einfach nur dumm. Vor allem diese schöne Ruhe zu stören, weißt du? Mit seinem lauten Gebrülle, ey. Wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass er schwul ist. Oh, okay. Die sind auf dem Trampolin. Ich will auch gerne auf dem Trampolin. Ich komme mal hier überhaupt vorbei. Fuck. Geht's hier weiter? Ja, da geht's weiter. Okay, gut zu wissen. Mann, ich habe mir auch mal als Kind ein Trampolin gewünscht im Garten. Schade. Die hüpft einfach mal auf den Trampolin. Ach ja. Trampolin, Alter. Ja. Der Trampolin. Man kennt ihn. Trampolin for President. Ja. Da, 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 da. Aber echt einen langen Spaziergang heute gemacht, ne? 2 Stunden unterwegs. Ich denke mal, heute Nacht werde ich gut schlafen können. Dann würde ich vorschlagen, wie vor haben wir jetzt? Ja, komm, machen wir in 6 Minuten aus, Leute, okay? Reicht dann auch für heute, denke ich mal. 18 Uhr machen wir das Streamchen aus, reden gleich nochmal kurz zusammen. Ein paar abschließende Wörter. Und dann, denke ich mal, habe ich mir auch meine Ruhe verdient. Poor Connection mal wieder, man kennt ihn. Hallöchen Flo, servus. Was? Elbow Co? Ach, ist das hier dieser Depp? Komisch, der wird mir gar nicht richtig angezeigt hier bei der App. Wahrscheinlich ist er noch nicht importiert worden bei Streamlabs. Und ich kann auch nicht die neueste Version von Streamlabs runterladen, weil man dafür bezahlen muss. Ist mies. So.
Was ist mal, muss dich nicht entschuldigen, wenn der Typ mit dem Link in dein Stream. Hey, wie meinst du das? Mit welchem Link? Ah, Flo, alles fit bei dir? Hast einiges verpasst. Wir haben eine schöne Stadtrund, einen schönen Stadtrundgang gemacht. Und jetzt neigen wir uns langsam dem Ende zu. Vielleicht bin ich heute Abend nochmal online, wenn nicht, dann halt eher morgen. Mal schauen. Aber ich gönne mir auf jeden Fall erstmal gleich ein bisschen Ruhe. Vielleicht was Kaltes zu trinken, vielleicht ein Bier, mal schauen. Vielleicht dann wirklich ein Bier. Das habe ich mir dann auch wirklich, glaube ich, verdient. So ein Feierabendbierchen vom IOL-Stream. Alles normal bei dir so? Ja, unterwegs. Ne? Wer hätte das gedacht, dass ich mal einen IOL-Stream mache von meinem eigenen Internetrouter aus? Ja, vielleicht können wir vielleicht so am Samstag oder am Sonntag nochmal einen kleinen Spaziergang machen. Richtig chillig mit euch. Ich wechsle mal kurz den Bürgersteig. So, 2 Minütchen noch, ne? Dann machen wir ein Streamchen aus. Kommen auch langsam in meiner privaten Gegend an. Aber ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen den Einblick in Bochum verschaffen. Stadion, Starlet Express. Planetarium waren wir jetzt nicht. Aber ja, vielleicht machen wir nächstes Mal auch einfach so ein bisschen einen Waldlauf. Ne? Also dass wir einfach so ein bisschen durch den Wald laufen. Also ja, nächstes Mal was vielleicht was Unspektakuläres, wenn man das mal so erwähnen darf. So. Dann würde ich mal sagen, an dieser Kreuzung hier beende ich den Stream. Was hab mal vor ein paar Tagen mein Nick in deinen Stream gepostet? Ach so, ja, sorry, dass ich auch da so reagiert habe. Ich bin da immer so ein bisschen sauer, weißt du, weil ich finde, jeder soll ja selber irgendwie auf die Beine kommen auf YouTube. Und weißt du, wenn du da irgendwie Eigenwerbung in einen anderen Stream machen musst, muss nicht sein unbedingt, weißt du. Bye bye, macht's gut. Ja, ich denke mal, ich stelle euch mal kurz einmal hier ab nochmal. Hier ist nochmal so eine Art Stromkasten, wobei, vielleicht ist der Stromkasten da sogar besser, der da hinten ist. Moment. Ja. Moment. Ich bin auch einmal kurz hin. Wir werden einfach da den Stream. Streaming, das ist Baba, das ist echt Baba, wenn man unterwegs streamen kann. So, ich hoffe, hier habe ich gutes Internet, poor connection gerade. Wow, der Stromkasten ist besser. Hier machen wir Schuss. Frame Drops, ja. Mal vor ein paar Tagen, also man sieht sich in Bochum. Wenn ich mal wirklich unterwegs sein sollte und dann die ganze Krise vorbei ist und livestreamen sollte, dann können wir das gerne machen. Boah, warum ist denn hier gerade Poor Connection? Fuck you. Ich krieg den Stream gerade nicht mehr zum Laufen. Mann, ich will doch nur Tschüss sagen. Jungs, ich will doch nur Tschüss sagen. Ihr wart klasse. Das wollte ich sagen. Mehr wollte ich nicht. Pure Connection. Scheiße. Das Internet ist wieder richtig geil zum Schluss. Man will doch nur Tschüss sagen. So, ich renne jetzt mal den ganzen Weg hier wieder zurück, um wieder gutes Netz zu bekommen. Ja, hier kriege ich wieder gutes Netz. Geil.
Dann machen wir einfach hier. Dann machen, genau, hier ist auch nochmal ein Stromkasten. Stellen wir euch nochmal kurz ab hier. Guck mal. So, guys. So, Party People. Dann, ja, würde ich mal sagen, das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Also ich muss zugeben, echt, also es hat mir selber relativ viel Spaß gemacht und ich denke mal, Samstag, Sonntag sollte nochmal ein Iris-Stream folgen. Wahrscheinlich werden wir dann dieses Mal so ein bisschen in den Wald gehen, ein bisschen weiterhin chillig miteinander labern. Aber ich hoffe auch, dass die Verbindung dann auch so standhält, wie wir es heute erleben durften. Ja. Ja, habt ihr noch irgendwas, Leute? Sonst würde ich sagen, hören wir uns später wieder oder vielleicht morgen. Ich warte nochmal kurz ab. Bin ich jetzt noch da, Leute? Hallo? Ich hoffe mal. Kuckuck. Nicht einschlafen. Wir sind hier noch mal live. Und in Farbe. Und in HD. Ist der Chat eingefroren? Ich hoffe mal nicht, ey. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert bei der Streamlabs-App, dass der Chat eingefroren ist. Jetzt muss natürlich die Sonne rauskommen, weißt du? Aua. Moin! Ja, hi, Alpaka. Der Chat funktioniert noch, alles klar. Gut, wenn nichts mehr sein sollte, bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, sorry. Wir essen gerade den Blumenkohl. Achso, ja, lass dich nicht stören, ne? Lass dich nicht stören, überhaupt gar nicht, ne? Also, wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten und ja, bis später vielleicht oder bis morgen. Man sieht sich. Danke schön für eure Aufmerksamkeit. Bis dann, ne? Ciao.